Jetzt. Konstantinos. Hört ihr mich? Hallo? Ja. Hallo. Yes. Ja. Cool. Hallo zusammen. Oh. Hi. Hi. Ich denke mal, wir warten auch mit dem Programm und auch mit der Intro bis 18.05 Uhr. Genau. Kann sich ja jeder schon mal mit dem Tool auseinandersetzen. Ja. Es gibt übrigens, vielleicht für die, die schon gejoint sind, ihr kommt oben rechts neben der Speaker-View, könnt ihr auch so eine Gallery-View anmachen und dann seht ihr alle quasi als Übersicht. Das finde ich ein bisschen angenehmer, als wenn man immer das Flackern hat in der Mitte. Ist wahrscheinlich gleich, wenn ein Talk losgeht, in der Speaker-View besser, aber ich finde das cool. Immer ganz cool, diese schöne Übersicht zu haben. Danke nochmal vor der Runde, dass wir deinen Account nutzen durften, Robin. Sehr, dass du das möglich gemacht hast. Sehr gerne. Pod Support. Remote Pod Support. Die zwei wichtigsten sind ja schon da, Nils und Benjamin. Braucht man denn einen bezahlten Account, um sowas zu machen, oder geht das auch mit der Free Version? Mit der Free Version hast du 40 Minuten kostenlos. Okay. Und mit der Pro-Version hast du, glaube ich, mehr Teilnehmer und mehr Features und kannst du echt mega, mega viel machen. Und ich hatte auch eben, das kann man gleich nochmal ankündigen, so eine automatische Aufnahme aktiviert. Aber das geht anscheinend auch nur im Pro-Account, weil ich teste gerade rum, wir sind 36 Trainer, aber die Workshops laufen nicht immer alle gleichzeitig. Und darum teste ich gerade aus, ob man so Pro-Accounts shiften kann von einen Leuten zum anderen, damit ich nicht für alle 36 Leute, die dann einmal im Monat einen Workshop geben, das zahlen muss. Aber mal gucken. Gerade geht anscheinend, manche Features gehen wieder aus in einem auch bereits geplanten Meeting. Mhm. Ja, aber geil, dass viele kommen. Nice. Du bist gemutet, Tobi. Aber red ruhig weiter. 44 Leute. Wow. Mhm. Nice. Hi Jan. Grüßt euch. Moin. Hi. Moin. Wir können ja gleich am Anfang auch nochmal eine ganz kurze Remote-Meetup-Etikette versuchen zu definieren, mit so Fragen beantworten und sowas und reden gleichzeitig. Das wäre super. Ja. Und ich bin schon wieder gemutet, aber ja, dass wir das dann machen mit dem Handheben, das supportet ja auch das Tool. Genau. Sagen wir dann gleich nochmal eine Runde, wenn alle da sind. Ja. Sehr schön. Sind denn alle im Homeoffice gewesen jetzt schon? Aber hallo erstmal, funktioniert mein Mikrofon? Ja. Okay, danke, ich mute mich wieder. Ja, wir waren alle im Homeoffice, auch beim D-Lab. Weißt du bestimmt, was ich meine, Tobias? Ja, genau. Aber ich zeige mich mal kurz. Hi. Und Robin, wir haben uns ja gesehen in Berlin. Ja. Und diesmal alle online. Finde ich auch gut. Mal gucken. Bin mal gespannt, wie es dann läuft. Also ich war bei einem Webinar gestern und leider hatte der Speaker ein Internetproblem. Das war dann nicht so gut. Zwischendurch ist er rausgeflogen. Aber ich glaube, Zoom ist schon das Richtige dafür. Ich glaube auch ganz gut. Ja. Dann bin ich gespannt. Hey, Simona. Hi. Hi. So, 25 haben wir schon mal. Das ist schon mal eine gute Teilnahme. Kann ich mir nochmal. Wir warten noch ein paar Minuten. So um 5 nach starten wir mit dem offiziellen. Falls ihr euch also noch einen Kaffee holen wollt, fühlt euch frei. Keine schlechte Idee. Wie ist das denn mit dem Remote Catering, Tobi? Hast du uns jetzt allen so einen Lieferant nach Hause bestellt? Ja, sicher. Also wenn es gleich in der Pause klingelt, ne, wisst ihr Bescheid. Der Bürger geht auf mich.
Wo wir jetzt noch keinen richtigen Start haben und noch ein bisschen Zeit. Es ist ja die erste Angular-Ruhe für dieses Jahr und ich würde mir total wünschen, wenn wir die Speaker noch ein bisschen mehr verteilen in der Runde für dieses Jahr. Das heißt, wenn ihr lustige Topics habt, also wo ihr denkt, dass das spannend für die Leute ist, kommt ruhig auf mich zu. Dann können wir da drüber reden und ich helfe euch auch, wenn ihr ein bisschen Bammel habt bei dem Vortragen oder so, können wir vorher mal so einen Testvortrag machen, wenn ihr da Hilfe braucht. Also fühlt euch frei. Also hier sind auch Fehler erlaubt. Die Runde ist total nett zueinander, bis jetzt jedenfalls. Und immer sehr vorbildlich. Traut euch ruhig mal was vorzutragen. Das würde mich total freuen, wenn wir da mehrere Schultern dieses Jahr haben, die dann Vorträge machen. Plan, warten wir bis wann, dass noch Leute joinen? Ich denke mal, ja, bis 5 nach. Das ist aber tight. Aber ja. Ist ja remote, ist ja alles schneller, alles effektiver. Ich mache so lange ein bisschen Quatsch. Ich habe keine Zeit für euren Kaffee. Wir sind ja quasi bei E.ON. Ja, Moment, Quatsch. Hallo Robin. Ich habe es gerade schon gesehen, dass du bei irgendwas selber aktiviert hast. Wie geht so ein Quatsch, ey? Das ist... ist das ein Zusatztool oder geht das? Ich dachte schon, wie sieht der Tobi aus? Das ist ein Zusatztool. Weißt doch, ich habe immer die besten Tools und so. Warte mal. Ist das so ein TikTok-Ding? Nee, das ist viel besser. Mann. Jetzt erkennt ihr es. Yes! Aha. Snapchat. Bist du mit dem Handy drin, oder was? Nein. Es gibt das nämlich als App auf dem Mac und so, und dann kannst du das als Kamera schalten und dann macht er die Effekte da rein. Ist das nicht toll? Hey, Ravaliko hier, hallo. Es ist unglaublich, man merkt echt, wie alt man wird, was heute alles geht so heutzutage. Mann, Mann. Ich krieg das alles nicht mit. Crazy shit. Ja. Sehr schön. Immer noch 2 Minuten. Also 29 Leute. Schon mal sehr nice. Hättet ihr dann Topics, die euch unter den Nägeln brennen, jetzt schon? Oder wo ihr sagen würdet, ey, da müssten wir uns ganz dringend mal als Community mit beschäftigen? Es müssen ja nicht unbedingt immer nur Angular-spezifische Dinge sein. Ne? Also wenn jetzt ihr sagt, so, okay, wunderbar, wir müssen jetzt mal was mit Flutter einstreuen oder so. Oder mit Svelte mal einen Abstecher machen oder ganz crazy shit mit Web Components, dann immer her mit Themen. Also wenn ihr einfach Interessensgebiete habt, wo ihr sagt, als Gruppe sollten wir uns damit mal beschäftigen, ist auch gut. Tobias? Ja, das, was wir machen könnten, hat jemand meinen Namen gesagt? Oder? Hört man mich? Ja, man hört dich. Ja, so, hi. Ja, sorry, dann grätsch ich mal einfach rein. Das ist dieses, man sollte mal dieses Webkonferenz-Bingo da machen. Kennt ihr das schon? Wo man hört man mich, hat man keine Verbindung und dann kann man so dieses Bullshit-Bingo machen. Gibt es jetzt auch für Webkonferenzen. Nee, aber generell fände ich die Idee auch mal cool, weil bei mir wird halt oft immer in der Firma, ich weiß nicht, wie es euch geht, herangetragen, so, warum nimmt man denn jetzt nicht React oder so, dass man da vielleicht mal so einen Vergleich zieht, was geht vielleicht für besser, dass man mal so ein bisschen über den Tellerrand auch gucken kann, auch wenn wir alle natürlich gewisse Präferenzen haben oder auch Vue oder sowas. Das finde ich mal ganz interessant. Da kriegt man bestimmt was hin. Könnte ich auch was zu sagen. Könnten wir sogar das Remote machen, könnten wir sogar einen Panel machen. Dann hole ich meine Angular, dann hole ich einen Angular, einen React und einen Vue Trainer, Trainerin. Und dann können die sich battlen mit Vor- und Nachteilen. Okay. Ich will auch mit battlen. Weil ich kann beides. Du bist für Vanilla eingeplant. Was ich halt auch ganz gut fände oder wo wir uns echt nochmal näher mit auseinandersetzen könnten, wären halt Component Libraries mit Storybook, die eventuell mit Web Components implementiert sind, dann ja. Aber in Angular und ja. React
Projekten genutzt werden? Habe ich tatsächlich live gerade als Thema. Cool. Und zwar ist es so, dass wir bei Patreon hier ist eine Rückkopplung. Irgendjemand muss sich muten oder auf, mit Kopfhörern mal umschalten. Du bist Co-Host, du kannst auch Leute muten. Okay, E.ON UI Web Components. Also wir bauen gerade was mit Stencil, eine eigene Web Component Library auf, die brandkonform ist und schon von vornherein accessibility konform ist. Und die ist auch mit Storybook und Co. Und der technische Verantwortliche ist bei mir im Team und den kann ich dazu verhaften, mal hier was zu erzählen. Steht tatsächlich schon in seiner Zielvereinbarung für dieses Jahr, also immer her damit. Hast du das auch mit Web Components dabei bei euch? Oder ja, ja, also Stencil ist ja was, was dann, da purzelt dann Standard Web Component Zeugs raus. Ja, ist so ein Stencil hatte ich überhört, sorry. Ja, ja. Hi zusammen, ich würde mich auch kurz einschalten. Hört ihr mich? Ja. Ja, hi, ich bin Sarah, ich bin zum ersten Mal beim Angular Ruhr. Ich hatte auch schon mal die Idee, also erstmal, ich war zwar bisher jetzt noch nirgends Speaker oder sowas, aber man hat mir gesagt, ich soll das mal machen. Und aus der Erfahrung von Angular-Projekten habe ich mir gedacht, dass es vielleicht auch den einen oder anderen interessieren könnte, mal ein bisschen tiefer in Sachen semantisches HTML und CSS reinzugehen, also wirklich so die Grundlagen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, das mag nicht jeder unbedingt so in der Angular-Welt und da könnte man vielleicht auch mal was machen, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall. Also tatsächlich ist das ein Topic für dieses Jahr für E.ON auch. Wir machen so ein Advanced Styling-Kurs bei uns intern und holen uns dann so eine Koryphäe von außen, wie man in großen Applikationen vernünftig Styling angeht. Ne? Mhm. Was sind da Do's und Don'ts, was sind die Best Practices in diesem Bereich? Also ich finde, das klammert man als Hardcore TypeScript-Angular-Entwickler manchmal aus und sagt dann, oh, das machen irgendwelche andere Leute mit dem Styling. Aber es ist gut, sich mal damit zu beschäftigen. Und du würdest das gerne dann auch vortragen wollen? Ist das könnte ich machen. Also vielleicht jetzt nicht gerade im ersten Halbjahr, eher später, weil ich vorher wahrscheinlich zu nichts komme. Aber es wird sich wahrscheinlich jetzt eher erstmal ein bisschen hinziehen. Ja, super. Ja, aber generell gerne, ja. Sehr, sehr gerne. Also das fände ich ganz toll. Melde dich dann einfach bei mir oder beim Robin, wenn du dann soweit bist. Ja, bei mir. Melde dich bei mir. Und dann machen wir was aus. Das ist überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, wenn du vorher ein bisschen Vorlaufzeit brauchst und möchtest ein bisschen Unterstützung beim Vorbereiten, dann geht das auch. Das kriegen wir schon hin. Okay, super. Danke. Ja, herzlich willkommen bei uns in der Angular Ruhr. Danke. Vielleicht für jeden, der mal Interesse hat, einen Talk zu geben. Wir können uns auch einmal gerne ansprechen und mal so einen Trockenlauf machen, ne? Dass ihr vielleicht einfach mal nicht den kompletten Talk durchsprecht, auch natürlich, wenn ihr wollt, aber einfach mal so einen Trockenlauf macht und dann einfach mal Feedback einholt, wenn ihr euch noch nicht sicher seid mit irgendwie Aufbau und so, also auch jederzeit sehr gerne. Ich hätte so eine kleine Bitte, oder ich fände das zumindest cool, auch wenn wir jetzt ein Remote-Meetup sind, für diejenigen, die jetzt nicht irgendwie in der Unordnung sitzen oder halbnackt vorm Rechner. Ich fände Video total toll und hier sind total viele ohne Video. Sollen wir das aus eben Gründen? Ich habe zum Glück gar keine Webcam, von daher. Das können wir gleich im Onboarding kurz machen. Tobi, ich würde dir die Hauptmoderation übergeben, außer du willst, dass ich die ersten Worte sage, wie du magst. Du bist gemutet, vielleicht willst du nicht reden. Nee, du kannst die Etikette noch heute machen und dann übernehme ich den offiziellen Teil. Okay. Ja, weil, danke Tobi für den Hinweis, Tobi Struckmeier, muss man ja, Tobi S und Tobi B, herzlich willkommen zum ersten Angular Remote Meetup, finde ich sehr cool, dass das so spontan funktioniert und so viele Leute da sind, sehr, sehr geil. Wir machen das zum ersten Mal, das heißt, geht davon aus, einige Sachen werden schief gehen,
und wir werden diese feiern und daraus neue Erfahrungen ableiten. Genau, wer möchte gerne die Webcam anmachen, geht auch so ein bisschen darum, ja, ist ja Meetup-Feeling und auch für den Speaker oder Speakerinnen heute. Ich glaube, wir haben zwei Speaker heute, ne? Ja, haben wir. Dass sie auch so ein bisschen Feedback haben, weil es ja auch immer ist bei einem Talk so, wenn man in ganz viele fragende Gesichter schaut, dann kann man auch mal sagen, ah, okay, ich glaube gerade, das gehe ich nochmal tiefer ein. Also quasi auch um diesen Feedback-Loop ein bisschen zu haben und wirkt einfach ein bisschen persönlicher. Das heißt, ist kein Muss. Also ihr könnt gerne die Kamera anmachen. Wie gesagt, wenn es möglich ist, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber macht es ein bisschen persönlicher. Ansonsten Etikette, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt, wenn ihr am Desktop sitzt, ich weiß nicht, ob jemand das Zoom auch auf dem Handy benutzt, ich weiß gar nicht, ob das geht, kennst du auf dem Desktop, ihr könnt rechts die Teilnehmer oder die Participants aufmachen, ob ihr Deutsch oder Englisch habt, und da gibt es in der Mitte so einen Knopf Raise Hand, das könnt ihr jetzt einfach einmal alle mal testen, und da kann man quasi virtuell anzeigen, dass man quasi eine Frage hat. Genau. Und dann tauchen die Leute auch rechts in der Liste in der Reihenfolge auf, wie sie die Hand gehoben haben. Das heißt, man kann dann auch im Prinzip Stück für Stück Fragen da auch auswählen. Und genau, es gibt die Möglichkeit, als Host-Administrator alle gezwungen zu muten und dann einzeln zu entmuten. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal so lange weg und hoffen, wir können uns benehmen. Wenn Chaos einbricht, könnten wir das machen. Ansonsten wird dann quasi Tobi, glaube ich, wenn Fragen sind, wird dann zum Beispiel jetzt Carsten ist ganz oben, wird dann sagen, ey, cool, Carsten, du bist als Nächster dran, stell doch bitte mal deine Frage. Dann wird die Frage gestellt und dann wird die beantwortet. Genau. Was auch noch möglich wäre, ich weiß nicht, Tobi, ob du eine Pause eingeplant hast. Es gibt noch so coole Sachen wie so Breakout-Rooms, oder kommt schon der erste Talk, Breakout-Rooms, also vielleicht auch später zum Austausch in der Pause. Man kann diesen Raum nämlich sehr einfach aufteilen, automatisiert zum Beispiel in so Dreier- oder Viererräume. Dass man dann vielleicht sagt, wir machen auch zwischendurch mal vielleicht 10 Minuten Pause und dann kann man sich noch ein bisschen netzwerken und austauschen, weil das ist ja auch immer ein essentieller Teil von so einem Meetup. Und genau, das zur Etikette. Ansonsten, ganz wichtiger Punkt, ich nehme das Meetup jetzt gerade auf. Wenn jemand was dagegen hat, in einem Video zu sein, mir gerne privat schreiben. Ihr könnt auch über den Chat Leuten privat anschreiben. Also wir würden das am Ende gerne auf YouTube hochladen, dass quasi Leute, die jetzt auch nicht gerade Zeit haben, das Meetup quasi auch im Nachhinein mitverfolgen können. Und genau, wenn jemand was dagegen hat, müsst ihr euch nicht öffentlich äußern, schreibt mir einfach private Nachricht. Dann gucke ich, ob es möglich ist, euch da rauszuschneiden oder wenn auch nicht, dann nicht. Ist auch überhaupt kein Problem. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Tobi, habe ich was vergessen? Nö, alles gut. Dann, würde ich sagen, lass uns mal unser erstes Remote-Meetup starten. Ich finde es sehr, 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 sehr spannend. Und übergebe mich auf Tobi. Okay, ich habe ja auch nicht mehr wirklich viel zu sagen, außer, dass ich mich total freue, dass wir dieses Jahr das doch geschafft haben, gemeinsam die Angular-Ruhe zu starten. Mit unserem ersten Meetup und uns nicht von Corona einschränken lassen. Vielleicht eröffnet sich das für uns sogar, dass wir das leichter organisieren können in den nächsten Monaten und es häufiger machen. Das kommt auf euch drauf an. Bitte gebt uns das als Rückmeldung, wie hoch ihr gerne die Frequenz hättet, ob ihr das jetzt alle 2 Monate machen oder sogar monatlich. Sagt Bescheid, wie ihr euch da fühlt und wir können das ja mit dem Video hier, mit dem Zoom sehr schnell aufsetzen. Ich würde jetzt auch sofort übergeben an den ersten Talk. Und zwar der Nils wird uns was über Observables and Structural Directives in Angular erzählen. Und vielen, vielen Dank, Nils, dass du dir die Zeit nimmst, heute Abend das Wissen zu teilen. Stage is yours. Alles klar, vielen Dank. Ich hoffe, jeder kann mich gut hören. Und ist für mich auch das erste Remote-Meetup oder der erste Remote-Vortrag. Ich teile direkt mal meinen Bildschirm und hoffe, dass alles glatt läuft. Wenn ich irgendjemand abhänge, dann schreibt mir einfach. Ich sehe, dass ich gerade den Chat nicht nebenbei sehen kann. Vielleicht wird das noch ganz praktisch. Jetzt darf ich noch dich ganz kurz mal unterbrechen. Klar. Ein Punkt jetzt vielleicht für die Leute, die jetzt auch auf Vollbild sind und das sehen.
Wenn euch dieser Balken der ganzen Leute rechts stört bei dem Talk und ihr mehr sehen wollt, ihr habt oben am Rand dieser Videostreams, könnt ihr quasi einstellen, ob ihr nur den Active Speaker sehen wollt, alle oder Grid View. Das würde ich jetzt bei mir persönlich gerade auf den Active Speaker stellen, dann ist diese Ansicht ein bisschen kleiner und es liegt nicht so viel über den Slides drüber. Das nochmal kurz als Einwurf. Danke. Okay, guter Tipp auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt in der Zeit auch hier die Participant-Liste aufgemacht, also ich würde vorschlagen, dass du das in diesem Raise Hand machen, falls irgendwas ist, kann dann einfach darüber Fragen gestellt werden. Und den Chat sehe ich dann auch. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir das schon irgendwie. Ich rede über Observables und Structural Directives in Angular, also quasi ein Deep Dive, so ein bisschen in die Basics, würde ich mal sagen. Einerseits, wie geht man am besten mit Observables um? Gibt es da überhaupt den besten Weg? Und was haben Structural Directives damit zu tun? Kurz zu mir, ich bin Nils, ich bin Freelance-Software-Engineer und habe auch eine Web-Anwendung gegründet. Ihr findet mich auf Twitter. Ich arbeite mit Angular, ich arbeite mit JavaScript, Node.js, Java und Spring und bin da seit 5 Jahren fast mittlerweile in der Industrie unterwegs. Und letztens habe ich ein bisschen Angular-Code geschrieben und hier ist der. Da habe ich eine Users-Komponente gemacht und habe mir nicht viel dabei gedacht. Und jetzt wollte ich mal fragen, was ihr davon haltet. Ich weiß nicht, wie viel Partizipation ich erwarten kann, aber ich hoffe, dass hier bei dem Snippet, bei dem Angular-Meetup der ein oder andere schon aufhorcht und mir sagen würde, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und zwar, dass ich vergessen habe, hier anzusubscriben. Ich habe hier nämlich eine Uses-Komponente, die ein Observable benutzt von irgendeinem Service. Über get all hole ich mir das Observable und dann sage ich subscribe. Und der Angular-Kenner wird sagen, alles klar, du hast da vergessen, das Observable anzusubscriben. Da stelle ich dann die Frage, muss ich überhaupt jedes Mal unsubscriben? Also das habe ich auch häufig schon gehört, wenn ich mit Leuten zusammengearbeitet habe. Warum muss ich das überhaupt machen? Und was ist der beste Weg, damit umzugehen? Da gibt es auf jeden Fall viele Strategien im Web, viele Blogposts dazu. Und wir gucken uns mal an, was muss man wirklich machen und warum muss man das machen? Warum muss ich unsubscriben? Gerade hatten wir so eine Art One-Off-Observable. Also vielleicht hat das Users-Request irgendwie so ein HTTP-Request abgesetzt, was an den Server geht und mir über ein Event Users liefert. Und das habe ich einfach mal One-Off-Observable genannt, also ein Observable, das wirklich so einen Wert mir durchgibt und dann fertig ist. Da wird dann auch häufig gefragt, muss ich da wirklich unsubscriben? Und warum ich da unsubscriben will, in dem Fall wären 2 Gründe. Einmal, dass ich vielleicht das Request canceln will. Das ist was, was mit AXJS und Angular wirklich gut geht, im Gegensatz zu Promises zum Beispiel. Promises kann ich schlecht abbrechen, Observables kann ich abbrechen. Was das heißt, können wir uns gleich noch genauer angucken. Und wenn ich so ein Observable habe, das nur einen Wert gibt, dann bin ich nicht unbedingt dazu gezwungen, anzusubscriben, aber es ist so ein bisschen Observable-Etikett. Also wenn ich ein Observable habe, dann will ich irgendwie gucken, dass ich das abräume, falls daraus auch vielleicht irgendwann mal ein Longlived-Observable wird. Also ein Observable, das mir über die Zeit hinweg viele Values geben könnte. Das wäre zum Beispiel eine Store-Subscription, wenn man NGRX benutzt oder wenn ich mir irgendwie Router-Events angucke oder irgendwelche Wertänderungen in Forms zum Beispiel. Und wenn ich da nicht unsubscribe, dann kann ich schnell einen Memory-Leak erzeugen. Dazu ist dann vielleicht auch nicht direkt klar, wie ich das mache. Gucken wir uns gleich genauer an. Kurz zu der Cancellation-Geschichte. Wenn man sich das vorstellt, dass ich einen User habe und der irgendwie Submit klickt an, vielleicht habe ich zu meiner Users-Komponente jetzt noch ein Formular dazu gebaut und kann jetzt einen User updaten. Und das ist ja auch nur ein HTTP-Request und in dem Fall muss ich wirklich nicht hingehen und das unbedingt unsubscriben. Ich habe aber den Vorteil, dass ich dadurch das Request canceln kann. Wenn also der User wegnavigiert von meiner Komponente, während das Request noch läuft und ich dann unsubscribe, wenn durch das Wegnavigieren, dann wäre ich in der Lage, dieses Request zu unterbrechen. Das heißt, vielleicht kommt das dann gar nicht beim Server an, was auch so gegebenenfalls so der Intent von dem User sein könnte, dass der sagt, okay, ich navigiere hier weg, ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Und im besten Fall bricht das dann sogar ab. Wenn das Request noch nicht beim Server ist, dann ist es natürlich schon fertig. Das zur Cancellation. Deswegen würde ich auch bei einzelnen Observables, die nur einen Wert liefern, auch empfehlen, anzusubscriben und einfach, weil es der Standard ist. Kommen wir gleich noch zu. Wenn ich jetzt aber ein Longlived Observable habe oder ein normales Observable mir mehrere Werte liefert nach einer Weile, dann
kann ich einen Memory Leak erzeugen. Und wie das funktioniert, können wir uns hier mal kurz angucken. JavaScript ist ja eine Garbage Collected Language, also gehe ich jetzt nicht allzu genau darauf ein. Falls du später Fragen zu sehen, stehe ich auch gerne zur Verfügung. Aber was im Hintergrund passiert, ist, dass sich quasi so ein Graph aufbaut. Hier aus unserer Angular-Anwendung werden irgendwie Komponenten verwaltet und es wird ein Service verwaltet. Und wenn der Service jetzt so ein Observable hat, was irgendwie einen Zustand hat, beispielsweise so ein NGRX-Store oder vielleicht auch irgendwelche Router-Events von einem Service, der das für uns kapselt, und der stellt dieses Observable einer Komponente zur Verfügung, dann kann die Komponente dazu subscriben. Und was dann passiert ist, dass das Observable sich quasi diesen Callback, den wir an Subscribe geben können, merkt in Form von so einem Subscriber. Das heißt, da wird ein neuer Knoten zu unserem Anwendungsgraphen hinzugefügt. Und wenn dieser Subscriber, den wir erstellt haben, auch noch irgendwie auf unsere Komponente zugreift, indem wir, wie wir eben gesehen haben, am Ende dieses Users Array zuweisen, um es in der Ansicht benutzen zu können, dann haben wir den Graph so erweitert, dass jetzt der Subscriber auch auf unsere Komponente zeigt letztendlich. Das sollen diese gestrichelten Linien darstellen. Und wenn jetzt der Nutzer wegnavigiert, dann räumt Angular letztendlich die Verbindung von der App zur Komponente ab. Die App sagt, okay, die Komponente wird nicht mehr dargestellt, ich habe da keinen Blick mehr drauf. Und in dem Fall sollte eigentlich die Garbage Collection von JavaScript greifen und sagen, okay, die Komponente wird von niemandem mehr benutzt, dann werfe ich die weg. Dann braucht die nicht mehr im Speicher vorgehalten zu werden. Dadurch, dass wir in unserem Subscriber aber auf die Komponente zeigen, wird sie nicht abgeräumt, obwohl sie gar nicht mehr benutzt wird. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das für eine Komponente gemacht wird, die irgendwie häufig abgeräumt wird und wieder angezeigt wird, dann können wir hier ganz viele Subscriber anlegen und nach einer Weile wird der Speicher von unserer Anwendung voll. Und das nennt man dann Memory Leak, weil quasi unser Code hat so einen Leck, der den Speicher voll laufen lässt. Das wollen wir nicht und deswegen sollten wir unsubscriben. Genau, hier wird dann die Verbindung vom Observable zu dem Subscriber geschlossen. Entweder, indem das Observable fertig ist, das heißt, es sagt, okay, da kommt nichts mehr durch, beispielsweise, wenn ein HTTP-Request fertig ist, oder wenn wir unsubscriben, wird auch der Subscriber entfernt. Guter Artikel dazu, der letztens rausgekommen ist, ist von Kevin Kreuzer, How to Create a Memory Leak in Angular, kann ich nur empfehlen. Ben Lesch sagt, was der AXJS-Lead ist, dass ein Observable einfach nur eine Funktion ist, die ein Observer entgegennimmt und wieder eine Funktion zurückgibt. Das können wir machen aus dem Zitat für unsere Unsubscribe-Geschichte. Wir können uns angucken, was der genau meint. Observable ist just a function, und zwar ist es ein bisschen mehr in AXJS. Die Function, die da gemeint ist, ist der Subscribe-Call. Und die nimmt halt einen Observer entgegen. Und das sind die Callbacks, die wir dem Subscribe-Call übergeben. Oder auch das Subject. Ein Subject kann man da auch theoretisch reinreichen. Und der Observer ist quasi der Punkt, wo unser Memory Leak entsteht. Und das können wir unterbinden, indem wir letztendlich die Function, die zurückgegeben wird, aufrufen. Und die Function, die zurückgegeben wird, ist halt diese Cancellation Function. In AXJS ist das Unsubscribe. Im Code sieht das dann so aus. Das ist die Funktion, die wir eben hatten. Wir machen den gleichen Subscribe Call. Von Subscribe zurück bekommen wir aber eine Subscription. Und die können wir uns merken. Dann können wir sagen, wenn wir fertig sind, ng-on-destroy können wir implementieren. Das ist der Hook von Angular. Wenn die Komponente zerstört wird, wenn sie abgeräumt wird, nicht mehr angezeigt wird, dann können wir zu dem Zeitpunkt sagen, alles klar, dann räumen wir zu dem Zeitpunkt unseren Subscriber auch ab und verhindern, dass wir hier einen Memory Leak entstehen lassen. Das ist der einfachste Weg, das zu machen, ist auch der Weg, wo jetzt viele vielleicht schon sagen werden, ach, das ist aber nicht so cool, man kann das ja viel cooler machen. Ich habe das Ganze mal getauft, imperative manuelles Subscription Management. Einmal imperativ, weil wir hier explizit sagen, unsubscribe, und manuell, weil wir uns hier selber darum kümmern, um die ganze Subscription und nicht, dass irgendjemand anderen machen lassen. Wer das machen kann, schauen wir später an. Dass viele vielleicht direkt sagen, was cooler ist oder was eigentlich das ist, was die coolen Angular-Kids machen, ist, die nehmen den Take-Until-Operator von AXJS und legen sich oben so ein Subject an, also so eine Senke, über die wir später sagen können im On-Destroy-Call, dass die completed. Und der Take-Until-Operator, der sagt einfach Folgendes: Ich nehme ein Subject entgegen und wenn das irgendwann mal fertig ist, dann mache ich das Observable, auf dem ich hier arbeite, auch fertig. Das heißt, das GetAllObservable ist so dann fertig, wenn das Destroy-Subject fertig ist. Und wie wir eben gesehen haben, die Completion sorgt auch dafür, dass der Subscriber, den wir dann im nächsten Schritt übergeben, abgeräumt wird und dann sind wir auch auf der sicheren Seite, haben kein Memory. Und das habe ich mal Declarative Manual Subscription Management getauft.
einfach weil wir nicht explizit sagen, unsubscribe, sondern weil wir hier quasi so eine deklarative Variante gehen und hier quasi unser Observable verändern. Okay, das Meeting wurde gerade upgraded, cool. Sehe ich ja. Was sind die Vor- und Nachteile von so einem manuellen Subscription Management? Ob wir das jetzt machen mit einem Unsubscribe-Call oder mit einem Take-Until-Call, ist eigentlich relativ egal, das kommt hier aufs Gleiche raus. Es ist nur gegebenenfalls einfacher, mit dem Take-Until zu arbeiten, wenn wir mehrere haben. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wenn wir das jetzt hier uns ansehen mit der Subscription und uns vorstellen, dass wir hier gegebenenfalls mehrere Observables verwalten wollten, dann müssten wir hier aufwendig irgendwie so eine Liste aus Subscriptions anlegen und die alle abarbeiten in unserem ng-on-destroy-call. Das wäre in der Take-Until-Variante ein bisschen einfacher. Alles im einen sind die Vorteile aber gleich oder Nachteile. Wir haben einmal die volle Kontrolle darüber, das heißt, wir können genau sagen, was mit dem Observable passiert, wann es subscribed wird, wann es unsubscribed wird. Was wir machen können, ist, dass wir die Werte, die durch das Observable kommen, können wir in der Komponente speichern und wir können auf die auch aus anderen Methoden zugreifen, wenn wir das wollen. Und wir können mit Faulty Values arbeiten. Warum das ganz cool ist oder warum das wichtig ist für Manual Subscription Management, sehen wir später noch, wo es nicht möglich ist. Nachteile sind aber, dass das Ganze verbaut ist. Also wir müssen irgendwie viel Code schreiben und es ist fehleranfällig. Das heißt, wir können vergessen, anzusubscriben und ein Memory Leak erzeugen, was dann ungünstig wäre. Dann gibt es noch die bekannte oder hoffentlich bekannte On-Push Change Detection in Angular, was halt eine performantere Weise ist, auf die Angular arbeiten kann. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Die müssen wir in dem Fall, wenn wir manuell mit Subscriptions arbeiten, immer selber anstoßen, damit dann die View aktualisiert wird. Das ist halt ein bisschen umständlicher. Fehler vermeiden können wir mit Lint-Rules, also Angular hatte standardmäßig TypeScript-Linting drin und die Regeln, die da drin sind, die kann man auch erweitern, rate ich auch jedem, da möglichst strikt vorzugehen, weil es dann echt viel Arbeit abnimmt und auch Code-Reviews leichter macht. Da gibt es ein Package, das ist AXJS TS Lint-Rules, das kann dann sogar überprüfen, ob ich vielleicht vergessen habe, Take-Until aufzurufen und mich von einem Memory-Leak bewahren. Kleiner wichtiger Fakt, Manual Subscription Management ist der einzige Weg, mit dem ich mit Observables arbeiten kann, die nicht in der View irgendwie dargestellt wird. Die Varianten, die wir uns gleich noch angucken, die funktionieren wirklich nur für Observables, die irgendwie in der View landen. Wenn ich so einen Update-User-Call habe, der eigentlich gar nicht am Ende was darstellt, dann muss ich da manuell dran gehen. Okay, ein Artikel, den ich dann noch empfehlen kann, wenn wir jetzt besonders uns für Baus angucken, hier diesen Nachteil, dann habe ich da einen Artikel drüber geschrieben, wie ich für so Aktionen, die ich nicht in die View vielleicht stellen möchte, trotzdem irgendwie deklarativ und mit wenig Code mir zuverlässige Ladeindikationen irgendwie in meine Observables einbauen kann. Das ist jetzt die Variante, die vielleicht schon viele im Kopf hatten von Anfang an, mit der man vorgehen kann, um sich selber gar nicht um die Subscription zu kümmern. Ich habe das Ganze dann automatisches Subscription Management mit NGF und der Async Pipe getauft. Oben in der Komponente sehen wir, dass wir gar nicht mehr Subscribe oder Unsubscribe machen, sondern wir sagen einfach nur, hier ist ein Observable und stellen das dem Template zur Verfügung. Und im Template können wir dann hingehen und sagen NGF und da dann dieses Observable pipen durch die Async Pipe, dann nochmal einer anderen Variable Users zuordnen und sogar ein Template übergeben, was dargestellt werden soll, während das Ganze lädt. Ja, das ist natürlich deutlich weniger Code vorhanden und wir müssen uns nicht selber um die Subscription kümmern. Wie gesagt, funktioniert aber auch nur für Fälle, wo ich irgendwie noch Observable in die View bringen möchte. Gucken wir uns mal genau an, wie das funktioniert. Machen also einen kleinen Deep Dive daran, wie uns das Ganze jetzt die Arbeit abnimmt, weil ich häufig merke, dass das irgendwie als so eine gewisse Angular-Magie empfunden wird, aber eigentlich besteht das Ganze hier aus Komponenten, die wir auch alle selber bauen können und die auch einfach ganz normal die Funktionalitäten von Angular benutzen, die uns genauso zur Verfügung stehen. Als erstes würde ich vorschlagen, dass wir uns die Async Pipe angucken und die Async Pipe macht Folgendes. Die unsubscribe für uns und die triggert sogar die Change Detection. Wie gerade gesehen habt, ich habe hier oben für die Komponente die On-Push-Change-Detection festgelegt, gucken wir uns gleich noch an. Das kann die Async Pipe explizit triggern. Und hier habe ich eine kleine, einfache Async-Pipe-Implementierung gemacht. Also ich kann euch nur empfehlen, wirklich die richtige Implementierung nochmal anzugucken. Die sind nicht allzu lang. Und mit den Tests kann man die sich sogar
ganz gut erschließen. Hier ist jetzt eine dumme Async-Pipe, die ich reimplementiert habe. Und die ist wie eine ganz normale Pipe, die ist nur nicht pure, wie wir hier oben sehen. Und das heißt einfach, dass das Ausführen von der Pipe kann dafür sorgen und sorgt hier auch, soll auch hier dafür sorgen, dass die Change Detection nochmal läuft. Eine normale Pipe ist pure, das heißt, die Ausführung von Transform sorgt nicht dafür, dass nochmal die Change Detection getriggert wird. Und was macht die Pipe? Die geht hin und benutzt einfach die erste Variante, die wir auch genommen hatten, subscribe zu einem Observable, merkt sich den Wert irgendwie. Und immer wenn ein Wert da ist, sagt es dann dem Change Detector Bescheid und sagt, okay, hier ist was Neues passiert, du musst irgendwie die View aktualisieren. Das Ganze funktioniert noch über so eine Wrap Value. Und Wrap Values sind quasi wie so ein Container um Werte, die man an Angular geben kann. Und die kann Angular sich dann vorbehalten. Und wenn man sagt, Change Detection bitte laufen lassen, dann kann Angular diese immer unwrappen und sich angucken, was ist denn der letzte Wert hier. Und es sorgt dann dafür, dass wir einfach diese Latest Value immer in Subscribe speichern kann und Angular die sich dann neu holen kann. In ng on destroy gehen wir dann hin und können dann einfach unsubscriben, beziehungsweise macht die Async Pipe dann für uns und sorgt dann dafür, dass kein Memory Leak entstehen kann. Das heißt, da ist kaum Magie in der Async Pipe und wir können hier so eine ganz einfache Variante tatsächlich in ein paar Zeilen implementieren. Genau, wenn wir uns den nächsten Punkt angucken, die Push-Change-Detection, von der ich jetzt schon viel geredet habe. Als ich mir das Thema hier angeguckt habe, habe ich gehofft, dass da zu viel irgendwie in Angular-Docs stehen würde, aber witzigerweise steht zum aktuellen Zeitpunkt gar kaum was zur On-Push-Change-Detection in den Angular-Docs. Es steht zum Beispiel gar nicht drin, wann die Change-Detection läuft. Das habe ich dann mal nachgeguckt. Und zwar kann man das hier unten, ist die Quelle, ups, jetzt ist das hier overlaid. Man kann das sich dann aus den Tests von Angular erschließen. Und zwar läuft die On-Push-Change-Detection in genau drei Fällen. Einmal, wenn ich die Add-Inputs von einer Komponente neu zuweise, also nicht, wenn ich sie verändere oder irgendwelche Objekte da drin verändere, sondern wirklich nur, wenn ich die neu zuweise. Oder wenn irgendwelche Events passieren an einer Komponente oder einer Kind-Komponente, das wäre zum Beispiel ein Klick auf meine Komponente. Oder im dritten Fall, wenn ich die Komponente über diesen Change-Detektor explizit dafür markiert habe, dass die jetzt überprüft werden soll. Und das Ganze macht dann die Angular-Anwendung schneller. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass weniger Updates durchgeführt werden. Das heißt, die Komponente wird ansonsten in der normalen Change-Detection bei allen möglichen Vorgängen überprüft, ob sie aktualisiert werden muss. Also ob irgendwelche Anpassungen am DOM, am HTML wirklich durchgeführt werden müssen. Und das ist immer eine aufwendige Operation. Und wenn die weniger durchgeführt werden muss, dann wird meine Anwendung schneller. Nächster Punkt, den wir uns angucken, ist die ngif-Directive. Und die hat dieses Sternchen davor und dann denkt man immer, ah, das ist irgendwie was ganz Besonderes, das ist irgendwie was von Angular. Das sieht man irgendwie selten bei Direktiven, die man sich selber baut. Und das liegt vor allem daran, dass es eine besondere Directive ist. Und zwar ist es eine Structural Directive. Und Structural Directives sorgen halt dafür, dass bestimmte Elemente in den DOM kommen oder da rauskommen oder da manipuliert werden. Das können Structural Directives genauso wie theoretische Komponenten, das können Structural Directives können das folgendermaßen. Die sind eigentlich gar nicht anders in dem, die unterscheiden sich eigentlich kaum von normalen Direktiven. Die Schreibweise ist einfach nur verkürzt. Das heißt, wenn wir uns hier dieses ngif angucken, wie wir es normalerweise schreiben in unserer Angular-Anwendung mit dem Sternchen davor, dann könnten wir das theoretisch auch so schreiben wie im unteren Beispiel. Und das ist auch das, was Angular letztendlich daraus macht. Angular hat diese Sternchen-Schreibweise und das, was da drin ist, ist die sogenannte Microsyntax. Und das ist wie so eine DSL, die sich aber eigentlich ummünzt, einfach auf ganz normale Direktiven aufrufen. Und zwar, was es noch macht, ist, es bettet das, wo wir die Direktive dran schreiben, in ein ng-Template ein. Das heißt, das hier ist das Template, was wir eben hatten. Und wenn wir es ummünzen, könnten wir es auch so schreiben, dass wir die Direktive an einem ng-Template haben und darin unsere Direktiven schreiben. Und das sorgt dann einfach dafür, dass die Sachen, die ich hier den einzelnen Direktiven wie ngif und ngif-else übergebe, einfach nur Setter sind auf einer Direktive. Sehen wir gleich genauer. Ein Punkt, der hier nicht desugared wurde, das heißt von der Microsyntax auf die normale Syntax umgemünzt wurde, ist das as. Und warum das so ist, sehen wir gleich noch genauer. Das as gehört nämlich nicht zu der Microsyntax von Structural Directives. Ich habe hier auch eine einfache ngif-Direktive mal implementiert.
Links ist hier das Template, was wir ganz normal hatten. Und darunter ist so ein ngif-Kontext. Und rechts ist unsere simple ngif-Direktive. Kann ich euch auch nur empfehlen, da mal den Code anzugucken. Der ist auch wirklich relativ einfach. Hat auch gar nichts mit Observables zu tun. Das ngif kümmert sich einfach nur um Conditions und um Rendering von zwei verschiedenen Templates basierend auf dieser Condition. Was hat so eine ngif-Directive? Die hat ein else-Template, also ein Template, was dargestellt wird, wenn die Condition nicht zutrifft. Es hat einen Kontext, gehen wir gleich genauer darauf an. Wir haben eine Referenz auf die View, das ist einfach die Ansicht von der Komponente, in der das ngif vorhanden ist. Und das ermöglicht, diese View-Referenz ermöglicht uns dann wirklich Templates und Elemente in die View zu rendern. Und was wir auch noch haben, ist hier so eine Template-Ref. Das ist dieses ng-Template, wo ngif dran steht. Beziehungsweise dann das Element, wenn wir das hier in der sugarized Microsyntax-Form hätten, das Element, wo das Sternchen ngif dran steht. Das bekommen wir als Template-Referenz rein und können wir dann gleich benutzen, um die Templates basierend auf der Condition, die das ngif hat, zu rendern. Wir haben hier einen Input, das ist quasi der Setter für dieses ngif else, wo wir das else-Template reinbekommen, das ist hier dieses Lade-Template. Und wir haben einen Setter für die Condition, der heißt einfach ngif. Man sieht halt, diese Microsyntax funktioniert folgendermaßen. Es wird einfach nur jeder Setter genommen, der Prefix ist mit dem Namen der Directive und wird dann umgemünzt auf die Keywords, die wir in unserer Sternausdrucksform benutzen können. Und wenn jetzt so eine Condition in mein ngif reinkommt, dann aktualisiere ich hier meinen Kontext. Clear einfach mal die View, also sorgt dafür, dass nichts aktuell da ist, falls irgendwie vorher was da war oder so. Dann überprüfe ich meine Condition und wenn die Condition truthy ist, also irgendwie ein positiver Wert reinkommt oder irgendwie ein Objekt da ist, dann rendere ich das Template, was ich einfach standardmäßig habe und übergebe den Kontext. Und der Kontext ist einfach nur ein Objekt, das quasi alle Elemente drin hat, die verfügbar sind von dem Template aus. Da wäre dann zum Beispiel dieses Users drin, was wir hier zuweisen. Condition ist ja in unserem Fall hier einfach nur das, was aus der Async-Pipe auspurzelt, also ein Wert, der aus dem Observable kommt. Das ngif weiß nichts über Observables, also dieses Users. Und das weisen wir hier unserem Kontext zu, aber wir weisen das nirgendwo irgendwie einer Users-Variable zu, sondern wir weisen das irgendwie einer Implicit-Variable zu und so einer ngif-Variable. Und das ist dann der Kontext, der zur Verfügung steht, wenn das p-Element gerendert wird. Schauen wir mal gleich, wo wir das wiederfinden. Und wenn die Condition false ist, dann nehmen wir einfach das else-Template. Da übergeben wir jetzt in dem Fall erstmal keinen Kontext, weil im else-Template wissen wir nicht, was wir übergeben sollen. Genau, wir haben jetzt das as aber noch nicht wiedergefunden. Wir haben nur dieses implicit und dieses ngif, aber irgendwie kommt ja das users in unser View an. Und dazu habe ich ein kleines Quiz für euch vorbereitet, um zu zeigen, wie vertraut ihr mit Angular seid. Und hier habe ich einfach mal verschiedene Varianten gemacht, wie ich mit ngf irgendwie Werte zuweisen kann. Und ich würde gerne von euch wissen, was hier aus diesem Template gerendert wird. Also ich habe hier einmal ngf in der e-sugarized Form und einmal in dieser Microsyntax Form mit dem Sternchen. Und dann haben wir A, B, C, D und hier habe ich verschiedene Varianten. Und ich hätte das jetzt mit Hände heben oder so gemacht. Ich würde mir vorschlagen, kann ich hier eine Abstimmung machen? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass ihr einfach mal in den Chat schreibt, was ihr denkt, was rauskommen würde. Noch keiner was im Chat geschrieben? Alle grübeln noch? Braucht sich keiner, weil es aufgenommen wird. Oh, der Chat wird doch nicht aufgenommen, oder? Weiß ich nicht. Ist ja nicht schlimm da. Könnt ihr einfach nur eine Zahl schreiben? Ich schwärze das am Ende auch gerne freiwillig in dem Video. 1, 2, 3 oder 4. Ah, der erste traut sich. 3. 1 sehe ich. Ein paar mehr brauche ich noch. Wir sind hier irgendwie, weiß ich nicht, 40 Leute oder so. Also mit 2 Werten kann ich jetzt hier nicht weitermachen, Leute. Eins bis vier, auch nicht schlecht, genau. Eins davon wird sein. 3 sehe ich. 1 sehe ich. 2, kann auch 4, eine 4 hätte ich noch anzubieten. Kann aber 4,
zwei, viele bei eins. Eins, eins, viele sind für eins. Okay, ich löse einfach mal auf. Genau, was ich hier mache, ist ja einfach nur ein ganz normales Hello, den String Hello unserer NGIF, unserem NGIF übergeben. Das heißt, Hello ist in dem Fall die Condition. Hello ist truthy, weil es ein String mit Inhalt ist. Und dann weisen wir hier verschiedene Template-Variablen zu. Wir haben einmal let a, also a ist in dem Fall von mir einfach eine gewählte Variablenbenennung. Und rechts sage ich dann, welche Context-Property ich gerne a zuweisen möchte, wenn dieses Template gerendert wird. Das gleiche für b, da hätte ich gerne dann ngif als Zuweisung. Und bei c habe ich irgendwie gar nichts hingeschrieben, was da wo rauskommt. Und unten habe ich dann einfach nur diese as-Syntax, das lässt sich halt nicht verbinden, deswegen habe ich das in zwei verschiedenen drin, aber hier kommt dann auch irgendwie das Hello an. Und tatsächlich ist richtig drei, Gratulation an alle Dreier, aber es ist auch nicht so ersichtlich, warum es unbedingt drei ist. Wenn wir uns nochmal den Kontext angucken, kommt ja zum Beispiel für c irgendwie gar nichts vor und das as kommt auch nicht vor. Und tatsächlich gibt es so auch kaum Dokumentation, aber ich habe mir die Tests und die Sources angeguckt. Und zwar sorgt dieses $implicit dafür, dass wir erstmal hier oben a zuweisen können, weil es gibt auf jeden Fall die Property implicit im Kontext, das heißt, die können wir a zuweisen. Das macht, sorgt schon mal dafür, dass a hello wird. So, b wird hello, weil wir auch irgendwie ngif hello zugewiesen haben, wenn wir uns an diese Zeile hier unten erinnern, die aus unserer simple ngif directive stammt. Das heißt, die beiden sind schon mal nachvollziehbar, würde ich behaupten. Und das C ist jetzt schon direkt der erste Sonderfall. Und zwar dieses $implicit gibt es deswegen, damit Variablen, die nicht zugewiesen wurden, mit möglichst wenig Syntax auch den Wert implicit aus dem Kontext bekommen können. Das heißt, C bekommt auch implicit. Ach ja, ich habe ja auch so Pfeile dazu geschrieben. Die beiden haben wir schon erklärt. Das sind explizite Bindings an diese Properties. Und das let C ist ein implizites Binding an die Implicit Property. Und jetzt das letzte, das as, das ist das, was am schwierigsten war rauszufinden. Das ist ein implizites Binding an die NGIF Property. Und zwar geht Angular hin und guckt, gibt es im Kontext eine Property, die so heißt wie die Direktive, mit der ich arbeite? Und falls ja, dann nimmt das für diese as-Zuweisung. Das sind dann vier Varianten, auf die ich tatsächlich den gleichen Wert mit der gleichen Direktive bilden kann. Und die gibt es alle für NGIF. Wir können das gerne ausprobieren. In dem Blogpost zu dem gleichen Thema, den ich habe, da habe ich auch einen Stackblitz verlinkt, wo man sich da gerne auch nochmal versichern kann, dass es wirklich so ist. Genau. Was heißt das für unser für die Lösung insgesamt? NGIF und AsyncPipe sind für weniger zu schreiben, als wenn wir das Ganze manuell managen. Das ist dieses Succinct. Also wir haben irgendwie nicht ist es nicht verbose. Wir können On-Push-Change-Detection benutzen, ohne das selber triggern zu müssen. Und wir haben so ein Fallback-Template. Das Problem ist nur, da NGIF ja nichts weiß von Observables, können wir nicht mit falsy Values arbeiten. Das heißt, wenn ihr ein Observable habt, wo Booleans durchkommen oder undefined Values oder einfach mit 0, dann könnt ihr das nicht im Template darstellen, weil NGIF einfach nicht das Template rendern wird. Wir haben auch keinen Zugriff auf Fehler, weil NGIF nichts von Fehlern weiß, sondern NGIF weiß nur was von True oder False. Nur die AsyncPipe weiß was von Observables und Observables wissen was von Fehlern. Und ich glaube, das ist jetzt gerade nicht hundertprozentig richtig, aber wir können nur ein Template übergeben. Ich bin mir nicht sicher, ob im Error State unbedingt das Loading Template angezeigt wird gerade. Aber wir können auf jeden Fall auch kein Template für den Error State übergeben. Wir haben auch keinen Zugriff auf die Werte, die durch das Observable kommen. Das heißt, die sind ja nur in der View verfügbar, aber generell würde ich auch empfehlen, die Funktion von Komponenten irgendwie funktional zu halten. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt in meinem NGIF über einen Klick beispielsweise eine Funktion aus der Komponente aufrufen möchte, dann macht es meiner Meinung nach auch immer Sinn, den Wert aus der View wieder in die Komponente zu übergeben, weil das meine Komponente leichter testbar macht. Ich habe weniger Zustand. Wie können wir das, was wir jetzt alles gelernt haben aus NGIF und der AsyncPipe vielleicht vereinen, um diese Nachteile, die jetzt irgendwie die Lösung hat, irgendwie auszumerzen? Wir können das machen, indem wir die gleichen Werkzeuge benutzen, die wir auch gerade gesehen haben. Wir können unsere eigene Structural Directive machen. Und zwar Sternchen und so, habe ich die genannt. Und die sieht folgendermaßen aus. Wir schreiben genauso wie NGIF einfach Sternchen observe und können hier die Microsyntax benutzen. Das heißt, wir gehen hin und sagen hier users as user. Müssen wir uns gleich merken, dass wir irgendwie das Ganze hier durch den Kontext sicherstellen, dass wir diese as-Syntax benutzen können.
Wir machen Before Loading Template, das heißt, wir können gleich einen Setter anlegen, der irgendwie Observe Before heißt und da wo wir unser Template reinbekommen. Und das gleiche für Error, um uns irgendwie Error und Loading Templates zu merken. Ups, jetzt gehen irgendwie meine Folien gerade kaputt. Und wir haben hier bei dem Error Template auch noch Zugriff auf den Error, indem wir hier so ein implizites Variablen Binding machen. Genau, ich glaube, die nächste Folie, genau, ist alles gut. Gucken wir uns mal genauer an, wie wir das dann umsetzen. Wenn wir hier so eine Observe Directive machen, dann gehen wir hin und legen uns hier eine Klasse an, die hat irgendwie den Selektor Observe und bekommt rein Zugriff auf den View Container, damit wir gleich Templates rendern können. Die bekommt die Referenz auf das Template rein, wo Observe dran steht. Also diese, ich habe das hier mal NextRef genannt, wird quasi die Referenz auf das Template ist, was wir immer für die nächste Observable Value benutzen. Und wir nehmen uns einen Change Detector rein, den wir aus der AsyncPipe kennen, um der Change Detection Bescheid zu sagen. Die Template-Referenz hat den Observe-Kontext und der sieht folgendermaßen aus. Wir haben wieder Implicit Value, falls jemand irgendwie nicht diese Sternchen-Syntax mag. Und wir haben die Property Observe, die genauso heißt wie unsere Directive, die es uns ermöglicht, halt, die As-Syntax da zu benutzen. Wenn wir uns diese Setter über angucken, die ich gerade genannt habe, dann sind es einfach ganz normale Setter an unserer Direktive, die irgendwie dafür sorgen, dass wir uns die Templates merken können. Einfach eine Referenz auf das Before-Template, also ich habe es Before genannt, weil es dargestellt wird, bevor der erste Wert durchs Observable kommt und ein Template für den Fehlerfall. Und tatsächlich ist es möglich, einfach mehrere Kontexte für verschiedene Templates anzulegen, deswegen gibt es hier den Error-Kontext. Der hat einfach eine implizite Value-Error, damit wir unten unseren Let-Error einfach zuweisen können oder irgendwie dann noch ein String hinter zu schreiben. Hier macht irgendwie kein As-Syntax nicht Sinn, weil das As macht nur Sinn für die Hauptreferenz, wo wir wirklich die Direktive mit dem Namen benutzen. Genau. Und das ist der entscheidende Code, sage ich mal, der Setter für die Value, die wir in Observe reingeben. Das ist ein Observable, das ist nicht irgendwie eine Condition wie bei ngif. Und hier ist ein bisschen viel Code, aber ich glaube, es ist überschaubar. Es ist auch in dem Fall eine einfache Implementierung. Wenn ihr die komplexe Implementierung wollt, dann könnt ihr gerne auf meinen Blog später schauen. Was wir hier aber machen ist, wir sagen, wenn wir einen Observable reinbekommen, dann rendern wir dieses Template before, also unser Loading-Template, und subscriben zu dem Observable, was wir reinbekommen. Und hier benutzen wir dann take until, also in der Direktive haben wir wieder so ein Subject, das wir über onDestroy irgendwie triggern, was dafür sorgt, dass wir irgendwie kein Memory entstehen lassen. Und dann implementieren wir hier unseren Subscriber, indem wir sagen, wenn eine Value reinkommt, dann clear den View, damit das Template von dem Loading weg ist. Und erstellen eine View mit dem Haupttemplate, also dieser NextRef. Und hier übergeben wir dann unseren Kontext, wo einfach die Value einmal als implizit und einmal als observed drin ist, damit beides verwendbar ist, genauso wie bei ngif. Und am Ende sagen wir Mark for Check, damit auch die Change Detection durchläuft und die Bindings innerhalb von einem gerenderten Template aktualisiert werden. Und im Fehlerfall machen wir die View wieder leer und rendern unser Fehler-Template mit dem Fehler-Kontext und machen dann auch einen Mark for Check. Und das sorgt dann dafür, dass wir alle drei Templates rendern können. Ich habe auch eine Demo, muss ich mal kurz gucken, wie ich das irgendwie darstellen kann. Hier ist so ein Stackblitz, wo ich einfach eine Komponente habe, die verschiedene Observables darstellen kann. Einmal eins, das einen Wert durchgibt, eins, das einen Fehler durchgibt. Und wenn ich hier so einen Button klicke, dann lädt das Ganze und zeigt mir am Ende einen Success an. Ich gucke mal, ob ich das Template zeigen kann. Das ist Template. Genau. Ich hoffe, man sieht es. Hier habe ich einfach diese Observe Directive benutzt, gebe hier irgendwie so ein Observable rein, übergebe zwei Templates, Binary Value. Und kann den einfach auch immer wieder neu zuweisen tatsächlich. Wenn ich hier so einen Fehler darstelle, dann wird das Fehler-Template dargestellt. Wenn ich ein erfolgreiches Observable zuweise, dann wird immer erst geladen und dann der Erfolg dargestellt. Das sind Sachen, die können wir nicht mit ngif oder der AsyncPipe machen. Genau. Das sind dann auch die Vor- und Nachteile, die wir uns mal angucken können. Also wir haben irgendwie noch eine sehr leichte Schreibweise, weil wir immer noch diese Mikrosyntax benutzen. Wir können on-push Change Detection machen, weil wir das Ganze in der Direktive triggern lassen, ohne dass die Komponente sich am Ende darum kümmern muss. Wir haben Templates für Loading und den Fehlerfall.
wir können mit falsy Values umgehen, weil wir nicht irgendwie ngif benutzen für Werte, sondern wir einfach sagen können, das ist der nächste Observable-Wert, egal was das ist, rendern das ins Template. Und weil wir zwei verschiedene Template-Kontexte auch haben, können wir sogar den Zugriff auf Fehler ermöglichen. Der einzige Nachteil, den ich jetzt aktuell habe, neben der Tatsache, dass wir natürlich immer noch nur Observables verwenden können, die irgendwie in die View am Ende kommen, wäre dann, dass wir weiterhin keinen Zugriff auf die Werte aus dem Observable in der Komponente haben. Genau. Am Ende hätte ich nochmal so einen Vergleich von allen drei Varianten. Und zwar ist es nicht so zu sagen jetzt, das ist die Variante, die ist am besten, sondern man muss halt immer gucken, was man machen will. Also wenn ich irgendwie Observables habe, die nicht in die View kommen, dann muss ich irgendwie mit Manual Subscriptions arbeiten. Da komme ich mit keiner Structural Directive hin. Nicht mit ngif, nicht mit observe. Wenn ich falsy values habe, dann entweder Manual Subscription oder observe. Oder theoretisch geht auch ngif, wenn wir irgendwie hingehen und die Werte in irgendwas einbetten. Also das habe ich auch schon häufig irgendwie im Blogpost als Lösung gesehen, dass man hingeht und die Werte in irgendein Container-Objekt einbindet. Oder was man dann auch einfach machen kann, ist sich irgendwie so Optionals nehmen. Da gibt es auch schöne Prinzipien aus der funktionalen Programmierung. On-Push-Support ist jetzt für ein manuelles Handling nicht generell ausgeschlossen. Wir können da auch einfach selber noch die Change Detection triggern. Würde ich auch jedem empfehlen, wenn der wenn irgendwas nicht mit ngif inhaut, man möchte aber trotzdem eine performante Anwendung haben, dann ist es ganz normal, sich den Change Detector in die Komponente zu nehmen und den zu triggern, wenn eine Änderung stattgefunden hat. Ngif und observe, da muss ich das nicht machen, da funktioniert das einfach, weil das in den Direktiven gemacht wird. Und verschiedene Templates für Fehler und Ladezustände kann ich auch bei einer manuellen Subscription machen. Ich muss es halt nur manuell machen. Das heißt, ich muss mich irgendwie darum kümmern, dass ich irgendwelche Loading Flags oder irgendwelche Fehler in Komponentenfeldern manage und dann gucke, wann ich was darstelle. Oder halt mit einer State Machine arbeite, je nachdem, wie man das machen möchte. Genauso geht es auch mit ngif, dass ich irgendwelche Fehler darstelle und da Zugriff darauf habe. Ich kann ja irgendwie in meiner Komponente jedes Mal gucken, wenn ein Fehler auftritt und den in ein Komponentenfeld machen, speichern und dann das gleiche durchführen, wie ich das bei einer manuellen Subscription machen würde. Das kann Observe halt von Haus aus. Das heißt, wir können uns mit Structural Directives Möglichkeiten schaffen, um einfacher mit Observables zu arbeiten. Gleiches halt, wie gesagt, der Zugriff auf die Fehler ist einfach von Haus aus bei Observe drin. Genau. Das wäre es auch schon soweit von mir. Wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Nachdem ich habe die ganze Zeit keine Hand oben gesehen, deswegen bin ich jetzt relativ schnell durchgekommen, denke ich. Ich kann euch nur empfehlen, auf meinem Blog habe ich dazu was geschrieben zu dem ganzen Thema. Ich habe eine Mailinglist, wo ich immer regelmäßig zu Angular und anderen Web-Themen euch was schreibe. Und ihr könnt auf Twitter folgen und ihr könnt auch mit mir arbeiten. Ich bin Freelancer. Wenn ihr Consulting braucht oder an einem Workshop interessiert seid, stehe ich zur Verfügung. Das wär's. Dankeschön. Vielen Dank, Nils. Sehr nice. Falls es Fragen gibt, vielleicht über Raised Hand oder über sonst in den Chat schreiben oder sich einfach den Ton einschalten. Ich schalte das mal um, dass ich euch sehen kann. Ja, mach mal deine Präsentation am besten wieder aus. Ja. So. Yes. Vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Danke, danke. So. Jemand Fragen? Nicht alle auf einmal. Ich fand es ziemlich gut ausgearbeitet. Vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr gut verständlich, fand ich. War viel, viel tiefer Content, aber auch viel Code, aber fand ich, hast du gut aufbereitet. Das war natürlich so ein bisschen die Überlegung, ob das jetzt zu viel Code ist, aber das ist halt ein Fall, den ich häufig schon gesehen habe, wo sich Leute fragen, mit was arbeite ich da eigentlich? Und deswegen habe ich diese einfache Implementierung genommen und mal geguckt, machen wir mal einen kleinen Deep Dive da rein. Ja. Warum, wie mache ich überhaupt Memory Leak? Warum muss ich unsubscriben? Wie funktionieren die Lösungen und kann ich mir bessere Lösungen machen? Ja. Ich habe eine Frage. Wie schwer war es für dich, sage ich mal, die richtigen Stelle beim NGF, die Tests zu finden und zu verstehen? War das für dich, sage ich mal, auch schon so Brainfuck oder war das relativ einfach, in die Tests reinzukommen, was die da ausgesagt haben?
Je nachdem, also man muss schon ein bisschen sich mit dem Angular Lifecycle auskennen, also wann wird was abgedatet oder so. Was ich einfach gemacht habe, ist, ich bin die Angular Docs als erstes gegangen, kann ich auch nur jedem empfehlen, als kleiner Lifehack. Ich glaube, hier braucht man es niemandem sagen, aber was ich häufig sehe, ist, dass Leute erstmal nach einem Blogpost zu irgendwas gucken, am besten immer erst in die Docs schauen. Und in den Docs gibt es bei jeder Direktive auch einen Link direkt zu dem Code dazu. Mhm. Die Tests liegen nicht unbedingt neben dem Code in Angular, aber man kann dann über die Repository-Suchfunktion nach den Sachen schauen, die man sucht. Wenn es an Change Detection geht, dann wird es schwieriger, da die Tests zu finden, aber es gibt halt Tests für ngif, es gibt Tests für die AsyncPipe, es gibt sogar auch Change Detection Tests und ich habe die auch alle verlinkt in dem Blogpost, da kann ich ja vielleicht gleich nochmal den Link reinstellen, wo ich das Ganze noch ein bisschen genauer ausgearbeitet habe. Das ist, man findet die Tests schon, die sind da. Und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht mache ich da demnächst auch mal ein kleines Pull-Request im irgendwie on-push, einfach mal so ein bisschen genauer darzustellen, damit man sich nicht immer auf Blogposts verlassen muss oder immer in die Tests graben muss. Ja. Wunderbar. Dann eine Frage in die Runde, wenn keine weiteren Fragen mehr kommen. Wollen wir eine 5 Minuten Bio-Break oder Kaffee-Holpause machen oder wollen wir sofort weiter anschließen mit dem nächsten Talk? Ich bin für Pause. Dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder oder habe ich jetzt noch Fragen überbügelt? Möchte noch einer eine Frage stellen? Ja, ich teile euch mal in so Breakout-Rooms ein. Dann habt ihr kleinere Gruppen, falls ihr euch austauschen wollt. So Meetup-Feeling ein bisschen. Ich hole euch dann in 5 Minuten wieder zurück. Dann können wir wieder in die große Runde gehen. Ich teste das jetzt einfach mal. Vielleicht geht das auch alles kaputt, aber ich will dieses Feature jetzt mal testen. Ja, alle sind Hau dich. Sei mutig. Okay, in 5 Minuten so. Sind wir wieder da. Bis gleich. Ciao. Ciao. Es verschwinden auf jeden Fall gerade Leute. Breakout-Rooms. Wie krass das funktioniert. So. Crazy Tool. Wer ist denn jetzt hier noch da in meinem Raum? Sind alle gemutet. Alle machen Pause. Ich hole mir auch mal kurz Wasser. Randale. Ist noch wer hier im Breakout Room? Ich bin jetzt wieder zurück aus dem Breakout Room. War der Breakout Room? Ich auch. Nicht so sinnvoll. Ja, ich war mit einer Person drin und die hat nicht geantwortet. Wahrscheinlich alle in die Pause gerannt. Aber ja, okay. Gab vielleicht. Ja auch keine Aufgabe innerhalb der Breakout Rooms. Vielleicht doch der falsche Zeitpunkt. Ja. So, ich lasse meine Kamera an, aber ihr seht nicht, dass ich meine rauche.
join mal in einen anderen Raum, warte, ich komme gleich mal wieder. Oh, wen haben wir denn da? Ja, genau, Bias. Oh, hallo! Ach, Robin, hi! Na? Gut sieht so aus. Ja, Dito, ist doch ganz schön mit diesen Breakout-Rooms, dass man sich so ein bisschen zurückziehen kann, oder? Man in kleineren Gruppen chatten kann. Ich finde das super. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt existiert, das Feature. Also manche Räume, manche sind gerade schon wieder in den Haupträumen zurück, weil das, ja, weil auch viele nur zuhören und sich nicht unmuted haben. Aber ich finde es total geil, weißt du, weil so kann man ja viel mehr mal kommunizieren und sich mal austauschen, als wenn man in einer großen Gruppe mit allen irgendwie sich kaputt quatscht. Ja, das stimmt. Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Könntet ihr den Sven auch noch hier in den Raum einfach mal einsperren? Den Sven Ziegler? Ja. Mit dem arbeite ich nämlich jetzt gerade eigentlich auch so nebenbei. Ich bin mal gespannt, was er zu sagen hat hier zum ganzen Meetup. Und auf jeden Fall willkommen, Sebastian. Ich habe gerade eben, währenddessen ich mir was zu essen mache, mitgekriegt, dass du das erste Mal jetzt in der Angular World bist. Genau. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ihr das veranstaltet. Wirklich spannende Veranstaltung. Ich bin, also war schon auf einigen Konferenzen und so auch, aber ja, hier in der Umgebung tatsächlich nicht. Also ich komme ja auch aus Fellwart, insofern auch örtliche Nähe, die gegeben ist. Aber finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Also wenn du noch eine vernünftige Konferenz suchst, ne, der Robin, der macht gerade eine in Berlin und zwar die ng.de ist bald und E.ON ist Hauptsponsor und wir sind da mit einer Sidestage. Wenn nicht Corona das alles hinterher. Ja. Das ist auch eine coole Sache. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also ihr seid dann alle aus dem E.ON-Bereich hier, in diesem Raum zumindest. Ich gar nicht. Der Patti hat nur gerade gesagt, ich soll noch okay. Den Stand mit beiziehen. Es war, glaube ich, eher Zufall irgendwie. Es hat sich gerade so ergeben. Also. Ja, sehr lustig. Es ist ja auch immer spannend, so mitzubekommen, welche, ja, ich will es mal nennen, relevanten Arbeitgeber oder generell, wo die Leute so herkommen, was sie so machen. Ja. Oh, ich hätte ja auch wieder mega Bock mal auf so eine Toolbelt-Session, die der Leo einmal gemacht hat. Das finde ich auch ganz geil. Neben Arbeitgeber so welche Werkzeuge alle nutzen. Das fand ich aber auch mal ein guter Austausch. Ja. Da kann der Sven bestimmt coole Sachen zu erzählen. Der hat nämlich bei uns einige interessante Sachen eingeführt und ist bei uns auch derjenige, der jetzt wahrscheinlich demnächst mehr mit Continuous Integration, Continuous Delivery und so weiter zu tun haben wird. Hm. Und das ist eigentlich ganz spannend. Ja, Toolbelt finde ich auch super spannend. Hallo Sven. Hi. Hi Sven, schön dich zu sehen. Hey Patrick, war schön dich zu sehen. Ja, ausnahmsweise mal mit Kamera. Ja, ausnahmsweise mal mit Klamotten, ne? Ich habe die Kamera kurz angezogen für euch. Ich weiß das zu schätzen, ja. Glaube ich. Sehr gut, ja. Ja, guck mal, ich fuchse mich gerade den ganzen Tools noch rein. Darum seid ihr noch ein bisschen Testkaninchen jetzt alle. Aber ich finde so, ich hoffe, dass sich in den anderen Räumen auch ein paar Gespräche entwickeln. Ich glaube, das kann ganz cool sein. Ja, kleines Feedback noch. Ich fände es total toll, wenn wir vielleicht auch mal so eine Hiring-Börse oder sowas mal veranstalten könnten. Wenn man gucken kann, hier sind ja auch einige Personaler, denke ich mal, zumindest einige Leute, die zumindest mit Personalern befreundet sind. Aber mal zu gucken, ob wir, ob irgendwo Bedarf ist an Angular-Entwicklern. Wir sind halt Angular-lastig hier. Und irgendwie Meetup.com nicht so zugespammt wäre mit so Spambots, könnte man das auch dafür sinnvoll nutzen. Ja. Sehr schön. Cool, cool. Sven, wie fandest du das jetzt? Super spannend, muss ich zugeben. Also ich wünschte, das wäre immer online, weil dann könnte ich öfter daran teilnehmen. Sonst ist mir die Anreise ein bisschen zu weit, aber vielleicht ist das war echt sehr interessant. Vielleicht können wir so ein Blended-Konzept mal einführen, dass man auch diese Präsenzveranstaltung gleichzeitig auch noch live online überträgt und auch live machen. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich habe vorhin schon gleich am Anfang geguckt, ob es sowas auch für einen Raum Hannover gibt, aber das sieht eher schlecht aus. Und ich komme ja nicht mal aus Hannover, sondern noch ein bisschen weiter außerhalb in der Pampa. Da ist echt schwierig. Also falls die Quarantäne irgendwann mal wieder aufgehoben ist, ich habe ein super Setup. Man kann für rund 200 Euro kann man ein Meetup streamen. Kann ich auch gerne mal teilen. Das geht echt easy. Okay. Also ein Live-Meetup streamen quasi. Ich finde aber immer so, gerade alle V-Mod finde ich ganz cool, weil alle sind quasi gleichberechtigt. Ich habe immer das Gefühl, wenn man das halt streamt, dann ist es schwer, Fragen von externen oder von Videoteilnehmern halt mit einzubenehmen. Da bräuchte man halt einen Moderator, der dann halt für die spricht, die was schreiben. Ja, so ein Live-Avatar. Ja. So.
Ich würde mal langsam diesen Breakout wohl mal wieder schließen und mal wieder alle wieder in das Hauptding holen. Dann geht's weiter und Tobi, dann übernimmst du die Moderation wieder, ja? Ja. Cool, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich, Leute. Ich mach mal. So. Alle mal wieder zusammenholen hier. Oh, wir haben tatsächlich ein paar Leute verloren, ne? Wir sind nur 20. Nee, die sind in den Breakout-Sessions. Die kommen jetzt alle nach und nach wieder. Okay. Also es gibt einen Timer, wenn ich das starte, dann kriegt man einen Timer noch 60 Sekunden. Das ist dann quasi wie, es geht jetzt gleich weiter. Und dann kann man wieder zurückjoinen in den Hauptchannel. Darum kommen jetzt alle nach und nach wieder eingetrudelt. So, können ja auch gleich mal, wenn alle wieder da sind, können wir auch mal eine kleine Feedback-Runde machen, wie das die Breakouter so fanden. Kurze Frage, Robin. Wie teuer ist eigentlich der ganze Spaß hier über Zoom? Kostet das was? Bestimmt, oder? Also ich habe jetzt so 3 Jahreslizenzen gekauft. Das sind, weiß ich nicht, 200 Euro Peng. Aber wenn du es monatlich buchst, zahlst du, glaube ich, um die 20. Also das ist voll okay. Okay, mit wie vielen Teilnehmern? Bis 100. Oh, cool. Ja, und du kannst noch so, das wollte ich jetzt als nächstes testen, so ein Webinar-Upgrade irgendwie machen. Da wollte ich vielleicht auch mal mit dem Tobi quatschen. Tobi, bist du gerade noch am Rechner? Ja, aber ich bin gerade beim letzten Bissen vom... Mach, ich brauche nur deine Ohren. Ich hatte überlegt, jetzt wo ganz viele Leute auch irgendwie zu Hause sind und arbeiten müssen und gleichzeitig ihre Kinder betreuen müssen, ob man nicht eine kostenlose Webinar-Session anbieten kann, irgendwie so Kinder an App-Coding, vielleicht einfach nur so einen Vormittag machen oder so, dass man da vielleicht einfach sagt, hey, vielleicht mal auch mal da mal reinhören, könnte man mal so ein paar Stunden anbieten, dass mal vielleicht Jugendliche irgendwie mal in so App-Coding reinkommen, jetzt wo quasi, es ist ja ein bisschen, also ich kriege das gerade bei ganz vielen bekannten Eltern mit, Bekannten von mir, die Eltern sind, dass es echt schwierig ist, gleichzeitig zu arbeiten und die Kinder zu beschäftigen. Also das ist eine richtig gute Idee. Ja. Die ist wirklich gut, ja. Hast du das Problem auch, oder? Ich nicht, aber ich kenne auch jetzt gerade in der Bekanntschaft, ich komme ja aus dem Kreis Borken, wir sind ja in der Hitnisse von Corona in NRW, ich glaube auf Platz 3. Ne? Also wir haben halb Bocholt hier unter Quarantäne stehen. Ja. Und da sind noch viele Kids dabei, die auch gerne Informatik studieren möchten, die jetzt gerade kurz vor dem Abitur stehen und die würden da sicherlich sehr gerne mitmachen. Ja. Genau. Ich glaube, da kriegen wir in dieser Runde auch einige an die Unterstützung anbieten könnten. Ne? Also Robin, das brauchst du nicht ganz alleine machen. Jetzt sind ja fast alle wieder da in der großen Runde. Du kannst ja kurz mal einen Aufruf machen, wer sich da beteiligen wollen würde. Also meine Stimme hast du schon mal. Also wenn du das aufsetzen willst mit dem Webinar, ich bin auch dabei. Da beteilige ich mich gerne dran. Ich hab gerade gesehen, ich musste jetzt die Breakout-Rooms nochmal explizit schließen. Jetzt dauert es noch ein paar Sekunden. Ja, aber für die jetzt vielleicht schon hier sind, die Idee ist auch vielleicht interessant als Feedback für die Eltern von euch, ob man nicht so ein System wie jetzt auch nutzt, wenn man irgendwie arbeitet und parallel seine Kinder gerade bespaßen muss oder die irgendwie zu Hause sitzen, ob wir nicht so ein kostenloses Webinar anbieten, so App-Entwicklung oder Grundlagen-Webentwicklung, wo man dann, sage ich mal, die Jugendlichen oder Kinder, man müsste das wahrscheinlich aufteilen, je nachdem, wie alt die sind, einfach einlädt und sagt, hey, wenn ihr gerade eh zu Hause sitzt und irgendwie könnt nicht auf dem Kindergarten, Spielplatz oder könnt eh nicht raus mit euren Kollegen, wollen wir nicht, habt ihr nicht Bock, mal einen Vormittag euch zu beschäftigen mit App-Entwicklung, weil dann könnten sie zumindest die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen, als wenn dann Eltern parallel versuchen zu arbeiten und irgendwie, ja, mit der anderen Hand noch die Kinder betreuen. Geht alles. Ich sag, geht alles. Wir haben 4 Kinder zu Hause. Wir müssen parallel arbeiten. Nicht einfach, oder? Nee, nicht einfach, aber es funktioniert. Wäre so ein Angebot auch für dich interessant? Ich müsste natürlich meinen Sohn fragen, den Älteren. Der hat natürlich schon mal was gemacht. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass er nicht nach mir kommt. Er interessiert sich mehr für Tiere und für das reale Leben und für Sport und solche Sachen. Ja. Hat, glaube ich, am Programmieren nicht so richtig Spaß gefunden bislang. Aber vielleicht hat er Spaß dran, dass er es doch mal testet. Ja,
Also wie gesagt, ich würde es auch mal einmal ausprobieren. Und ich glaube, da muss man auch genau überlegen, ob man das vorher halt segmentiert. Dass man genau sagt, die Altersgruppen trennt, das Vorwissen trennt so ein bisschen. Ich glaube, sonst langweilen sich die einen und die anderen sind überfordert. Aber genau, ich gucke gerade einfach mal, was man da machen kann, weil gerade wir sind auch viele Trainer, die gerade keine On-Site-Projekte haben und einfach denken, was mache ich sinnvolles mit meiner Zeit? Da kann man vielleicht ein bisschen den Nachwuchs mal versuchen anzutriggern. Ich finde die Idee cool. Übrigens, Robin, es gibt die Hacker School, die machen auch sowas, aber für relativ junge, also bis 16 Jahre alt, 11 bis 16 Jahre alt Kinder. Und da war ich auch mal als Ehrenamtliche mit dabei. Mhm. Und ja, wir haben so IoT-Sachen angefangen, halt ein Microbit und ein M-Bot zu programmieren, aber hauptsächlich mit der Make-Block-Sprache. Man kann aber auch mit Python. Und aber ich muss sagen, die meisten wollten gerne Richtung Web, HTML und Webpages halt, wahrscheinlich auch Angular. Also ich glaube, das ist spannender und Apps natürlich auch. Aber wie gesagt, so weit waren wir halt nicht. Wir haben angefangen mit so einer Make-Block-Sprache, die halt, wo man halt die Basics dann lernt, wie Programmieren funktioniert. Und man kann dann auch zwischen Make-Block und JavaScript wechseln. Dann sieht man die Übersetzung JavaScript. Mhm. Und ja, ich finde die Idee auch sehr, sehr cool. Also, ja. Ich werde das mal ein bisschen ausformulieren. Dann kann ich euch das ja nochmal teilen, wenn ihr auch Interesse habt irgendwie. Uwe hat die Hand gehoben. Uwe. Ja, ich wollte auch, heute Abend wäre ich ja eigentlich gar nicht hier dabei, weil in Düsseldorf wäre die Hafentalks gewesen. Da ist Sam Aaron mit seinem Sonic Pi. Vielleicht hat jemand davon schon gehört. Das ist Live-Musik machen mit Synthesizer, mit eben auch IoT sozusagen, also mit Raspberry. Aber eben auf jeden Rechner möglich, Linux, Mac, Windows, da würde ich auch vielleicht was machen, weil ich glaube, da sind Kinder ganz stark interessiert, so wie ich den gehört habe. Ja. Gut, aufgrund der Zeit würde ich jetzt den nächsten Talk anmoderieren wollen. Der Benjamin hat ein sehr spannendes Thema mitgebracht und es geht in die Richtung Cybersecurity und Stage is yours. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wupp, 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 wupp. Ja, ich freue mich auch. Ich versuche das mal. Ich versuche mal zu sharen. Ich habe keine Folien vorbereitet zur Person. Das heißt, wir machen alles live. Und dann Hides und Mail. Könnt ihr was sehen? Ja. Wir sehen was, ja. Ja. Na, perfekt. Dann hat er das hier hingekriegt. Also wie gesagt, wir machen alles live. Ich muss das erstmal sortieren. Okay. Also und zwar vielleicht zum Hintergrund. Tobias und ich waren letztens in einem Workshop und dann hat er gefragt, ja hier, wir machen irgendwie so ein Angular-Meetup. Willst du nicht da nicht was für so Frontend-Tests oder so Scanning-Geschichten zeigen? Habe ich gesagt, schwierig, weil so Security-Scanner für Frontend, die haben da so Probleme mit. Kann gleich mal oder nachher mal erklären, warum. Stattdessen wollte ich was anderes zeigen. Und zwar, kennt ihr mal den Juice-Shop? Warte mal, ich muss mal versuchen. Ich sehe nichts. Ich hatte ihn erst, als du dann, ihn genannt hast, dann habe ich mal nachgeschaut. Aber vorher tatsächlich war es mir unbekannt. Den Shop kannte ich noch nicht, aber ich kenne deinen zweiten Tab. Eve. Ah, sehr gut. Der kommt gleich. Ich würde mal sagen, weil ich hier gerade nichts sehe, versuch mal, oh, hier kann ich was einblenden. Anstatt die Hand zu heben, jetzt müsste ich dieses Fenster die ganze Zeit hier offen haben, anstatt die Hand zu heben, einfach im Chat einfach Mikrofon anmachen und was sagen. Wenn wir die 10 Leute gleichzeitig machen, geht das, glaube ich. Also JuiceShop, kurz zu dem Projekt. Und zwar JuiceShop ist ein Vulnerable Application. Ist geschrieben in, zeige ich gleich. Moment, gibt ein GitHub-Projekt dazu. Mal noch vorbereiten können, ja. Und dann hier. Ist geschrieben in
JavaScript, und zwar das Frontend und das Backend. Es gibt, hier so ein Architecture Overview. Das Frontend und das Backend, so sieht das Ding aus. Frontend ist mit Angular als Framework und das Backend eben in Express, beziehungsweise hat dann zwei Datenbanken, eine NoSQL-Datenbank, das ist, glaube ich, die MastDB, die kenne ich aber nicht, die habe ich da oben gelesen, und eine SQLite, wird über SQLite angesprochen, so ist das Ding aufgebaut, der Frontend Angular, Backend Node, beziehungsweise Express. Und dann kann man das Ding benutzen. Ja, wie gesagt, das ist ein Shop. Man kann sich hier irgendwie einloggen. Jedenfalls, wenn man noch kein Dings hat, so ein Nutzer, dann kann man sich einen anmelden. Mache ich mal, den brauche ich gleich. Die Question ist. Achso, als Hinweis, ne? Wenn ihr jemals gefragt werdet nach einer Security-Question, füllt die nicht ordnungsgemäß aus, sondern schreibt da Quatsch rein und merkt euch den. Oder packt ihn in euren Passwortmanager. So, Angular minus, wie hat das genannt? Hier, ne? So, dann kann man den, also den Shop kann man benutzen wie einen Shop. Man kann sich hier Produkte angucken. Es gibt Reviews. Man kann auch Reviews schreiben. Man kann die Dinger in den Warenkorb legen. Noch ein. Man kann sich den Warenkorb anzeigen lassen. Hier. Dann kann man Checkout machen. Achso, eine Adresse muss man hinterlegen. Boah. Wo ist denn meine Adresse? Ja, von mir aus. Ich bin weg. Dann, dann. Was fehlt noch? Von hier. So. Eine Adresse habe ich angelegt, man kann Continue machen, One-Day Delivery, kostet 99 Tokens, so immer. Other Payment Options, da kann ich noch hinterlegen. Daten eingeben. Und dann irgendwann kann ich dann tatsächlich das submitten und das bestellen. Genau, und dann habe ich das, ist das irgendwie auf dem Weg zu mir. Kann ich nochmal, ich kann suchen nach Produkten, ich kann mir hier irgendwelche Kommentare angucken, ich kann mir Customer Feedback geben. Das, was man in so einem Shop machen kann. 7 minus 3 mal 10. So, wie rechnen wir das jetzt? 3 mal 10 und dann minus 7 minus 30 oder? Ich mach mal 40. Gucken, was da Punkt vor Strichrechnung beachtet oder nicht. Nee, macht er nicht. Das heißt, ich habe jetzt 7 minus 30 sind 23. Minus. Minus 22. Ah. Okay, Punkt vor Strichrechnung beachtet ja. Also wer sieht irgendwie nichts Besonderes. Oder ja, also man kann was kaufen und bestellen. Und ich habe ja gesagt, das ist ein Vulnerable Shop. Das heißt, ich kann ihn auch angreifen. Also das ist extra eine Plattform, die man angreifen kann. Und ich habe so ein paar Szenarien vorbereitet, beziehungsweise mir rausgesucht, weil sage ich gleich, wir hatten mehr als nur ein paar. Wir fangen an mit SQL Injection. Ist jedem ein Begriff, oder? Ich injecte Strings, yes, die dann der SQL Interpreter ausführt. Also, kommt da was im Chat. Das ist für mich. Habe ich nichts gesehen. War nur ein Ja. Achso, okay, perfekt. Also SQL Injection. Kann man am besten ausprobieren, indem man natürlich eine Funktion findet, die irgendwie per SQL Injection anfällig ist. Ihr müsst euch vorstellen, das Erste, was ich jetzt so ausprobieren würde, ist Login, weil der geht ja irgendwie gegen die Datenbank. Und vergleicht er jetzt irgendwie Username und Passwort.
Das heißt, um das zu testen, füge ich hier einfach mal so ein paar SQL-Sonderzeichen ein, dann Passwort und hoffe drauf, dass irgendwas passiert. Jetzt verbindet ihr das. Also erstmal hat er irgendwie ein invalider Passwort. Das heißt, die Sonderzeichen, die ich ihm eingegeben habe, haben irgendwie nicht dazu geführt, dass dieser String kaputt gegangen ist. Aber der zweite, hier habe ich das Hochkommata eingegeben. Und so als Response kommt dann eine SQLite-Error-Message zurück. Bla bla bla, ihr Passwort. Und ganz cool ist, dass damit zurückspielt, wie jetzt dieser SQL-String irgendwie da aussieht. Das wird gern vom User bei E-Mail. Und das ist das, was ich eben eingegeben habe, beziehungsweise Hochkomma und Leerzeichen. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch, ich schließe das mit einem Hochkommata ab, mit einem Minus Minus, also Minus Minus ist SQL für Kommentar, wird der ganze Kram jetzt hier abgeschlossen und dann kann ich mich einloggen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil wahrscheinlich gibt es keine E-Mail, oder das E-Mail-Feld wird nicht leer sein. Ich kann also jetzt abhängen und versuchen, diese Bedingungen wahrzumachen. Zum Beispiel mit sowas. Ja, also jetzt prüft das Select Chain von Users, weil E-Mail gleich leerer String. Ist wahrscheinlich der Fall. Oder Bedingung 1 gleich 1, die ist immer true. Das heißt, was passiert? Ich bin eingeloggt als Werden. Account. Als Admin. Admin im Shop. Kann das ja beantworten, warum bin ich als Admin eingeloggt? Wahrscheinlich, weil er den ersten User genommen hat, den er gefunden hat, oder? Ja, genau. Der hat alle User jetzt gefunden, die ganze Liste zurückgegeben und den ersten hat das Framework einfach genommen. Und das ist der Admin. Genau, ich bin jetzt als Admin eingeloggt. Wir können einmal kurz in den Code schauen, wie das aussieht. Das ist der falsche Code. Also wie gesagt, das ist eine Angular-App, die ist unter Frontend. Ja, das Frontend-Source-App, da steckt alles drin. Genau, mal kurz reingehen. App, Login war das ja. Ne? Das ist die Login-Component, das heißt, das ist einfach die Seite, das ist die Form. Interessanter ist dann das, was hier drin steht. In Init. Hier Login. Also in der Component wird wahrscheinlich beim Login-Button, wo ist er? Google Login nicht. Login-Button wird Login aufgerufen. Also diese Funktion. Und die macht nichts anderes, als die Daten daraus zu holen aus dem Form und dann den User Service zu fragen hier und dann die Funktion Login aufzurufen. Da springe ich mal rein. User Service, Login. So, da. Dass der einfach nur einen REST-Aufruf Richtung Backend macht, REST-User-Login. Das kommt dann mit Backend an. In der Server.js sind die Pfade hinterlegt. Hier. Da. Geht an die Funktion Login. JS, genau. Hier in den Routen ist die hinterlegt. Und dann sieht man hier irgendwie eine After-Login, Verify-Login, Proof-Challenge, genau, was ist die richtige? Und hier sieht man schon den Code, der das Ganze hervorgerufen hat. Ne? Also wie gesagt, ich bin im Backend und was er hier macht, ist einmal ein SQLize-Query im Plane.
Und man macht einen Select-Stern von Users, weil E-Mail ist gleich und holt es dann aus dem Request-Body die E-Mail-Adresse und das Passwort. Das Passwort hasht er vorher noch, bevor er das an die Datenbank schickt. Im Prinzip das, was wir eben in der Fehlermeldung gesehen haben. Genau. Und dadurch ist es mir als Angreifer möglich. Ne? Ich habe jetzt hier einen Hook-Kommentar eingegeben, das fügt er hier ein, bricht dann aus diesem Query aus und minus minus wird der Rest dann auskommentiert. War wieder was im Chat. Kann einer helfen? Tobi hat geschrieben, Entwickler gefeuert. Entwickler gefordert? Hm? Ja. So, was machen wir da? Stattdessen? Am besten Prepared Statement. Prepared Statements, genau. Oder man nutzt das SQLize Model. Also User, ne, Models von User.findOne in dem Fall. Und dann wie das? Der kann das nicht einfach kopieren. So ging das auch. Aber ansonsten, Mittel der Wahl sind Prepared Statements, genau. Was dieser SQLize hier macht, da gehe ich jetzt nicht stark drauf ein. Vorhin habe ich mal reingeguckt. Der macht keine Prepared Statements. Und das führt dazu, dass der tatsächlich in der Vergangenheit auch Lücken hatte. Also selbst wenn man irgendwie diesen Model hier benutzt hat, war der auch anfällig für das Framework, die Library war anfällig für Injection-Attacken. Der macht ein Encoding. Das heißt, der guckt sich die Attribute hier an von dem Model und encodiert die eben für SQL und schickt das dann an die Datenbank. Dann baut er sich irgendwie seinen Query-String zusammen. Ich glaube, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, du machst ja ein bisschen Freestyle. Ich weiß nicht, ob da alle folgen können. Also vielleicht auch, dass ihr einfach Handzeichen gibt, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Ich glaube, da wird es mit Sicherheit einige Leute geben, die beim Begriffen Fragen haben. Also ich darf man dich unterbrechen, wenn man irgendeinen Begriff nicht versteht? Ja, natürlich. Wie gesagt, gerne die Stop Procedures. Genau, Stop Procedures ist ja auch eine Möglichkeit. Also gerne die Hand heben oder ins Mikrofon einfach sprechen. Wie gesagt, ich habe den Chat nicht die ganze Zeit im Blick. Okay. Scheint nicht zu kommen. Okay, ich wollte nur kurz nachfragen. Okay. Dann lass uns mal einen zweiten Angriff ausprobieren. Und zwar ein bisschen noch trickier. Also ich versuche das jetzt immer weiter. Ne? Also immer ein Angriff. Und dann gucken wir uns an, was der Angriff gemacht hat und dann gehen wir einmal kurz in den Code und gucken, wo das aufgetreten ist. Genau. Also jetzt bin ich eingeloggt. Jetzt weiß ich aber gar nicht, welche, also das nützt mir noch nicht viel. Ne? Also jetzt muss ich mal gucken, was der Admin alles kann. Aber eigentlich möchte ich User haben von diesem Shop, weil der ist irgendwie total erfolgreich. Hat mehrere hunderttausend User wahrscheinlich. Ich möchte jetzt irgendwie, also ich habe jetzt gesehen, auch die SQL Injection ist möglich. Ich möchte jetzt hier Ich möchte jetzt hier die User haben, die dahinter stecken. Das kann ich durch den Login, kann ich das nicht kriegen, weil der Login hat ja keine Ausgabe. Also hier wird ja nichts ausgegeben. Ne? Also ich kriege ja nichts zurück in dem Sinne, sondern kann irgendwie nur ein Select ausführen und dann dieses Select irgendwie beeinflussen. Ich hätte gerne irgendwie eine Funktion, die mir irgendwas ausgibt. Und dafür sich die Suche. Die Suche sucht ja irgendwie, ne, macht wahrscheinlich auch ein Select Stern from Products oder so, where name gleich oder like Apple in dem Fall und dann führt die Suche aus. Das kann ich aber leider nicht jetzt im Frontend machen, da muss ich ein bisschen in die Trickkiste greifen und zwar führe ich einmal diesen Request hier auf und im Hintergrund habe ich ein Tool laufen. Das ist ein Proxy. Im Prinzip steckt er zwischen hier Firefox und Internet, ist ein lokaler Proxy und macht nichts anderes als ich lösche nochmal die History. Macht nichts anderes als die Requests mitzulesen. Das heißt, wenn ich jetzt hier wie war mein Firefox hier
Wenn ich jetzt hier etwas suche, dann müsste der Proxy das mitgelesen haben. Hier, das ist der Search Request. Und ich sehe in dem Response, okay, da ist nichts modified. Ich schicke den nochmal an ein anderes Tool. Im Prinzip so Postman. Ne? Ich kann jetzt den Request nochmal schicken. Modified, das heißt, ich lösche mal diesen Header raus. Also wenn ich die Suche ausführe und einen GET-Request an die Search mache, dann kriege ich halt JSON zurück mit wahrscheinlich allen Produkten. Ja, ihr seht hier irgendwie Status, ID, Name, Description, Preis ist da sogar mit drin. Mehr interessant, okay, dann kann ich den Preis vielleicht ändern. Deluxe-Price, also was der Unterschied ist, Image und so weiter. Also ich kriege eine Liste an Produkten. Und wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, ne, das ist ja jetzt mein Parameter Apple, den ich eben geschickt habe, dann erwarte ich, okay, dann werden halt nur Produkte mit Apple im Namen zurückgestellt. Und hier mache ich im Prinzip dasselbe wie beim Login. Das heißt, ich gucke einfach mal, ich füge da einfach mal hier so Sonderzeichen hinzu und gucke, was passiert. Bam. Da kommt ein 500 Internal Server. Oh, das ist gut für mich als Angreifer. Und gut ist auch, dass hier wieder die Error-Message drinsteht. Und hier sehe ich quasi den SQL-Stream so wie eben. Ne? Diesmal ein bisschen anders. Select Stern from Products, where name, like, sowieso. Und das Besondere ist hier, das hier habe ich eben eingefügt. Ne? Dieses Kommata und die Klammer. Ist das hier. Und das heißt, hier bewege ich mich drin. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass diese Syntax wieder korrekt wird. Ne? Also damit eben kein Fehler mehr geschmissen wird und ich trotzdem da drin bin. Heißt, ich schließe dieses Like, schließe ich hier wieder mit einem Vorkommata ab, also Vorkommata, dann eine Klammer zu, weil hier, werden, ne, hier wird ja eine Klammer aufgemacht, noch eine Klammer auf, also zwei Klammern zu. So, und jetzt bin ich, dürfte ich eigentlich keinen Fehler mehr schmeißen. Ah, doch, ich schmeiß noch einen Fehler, weil ich noch kein Minus Minus als Kommentar eingefügt habe. Ne, das habe ich jetzt hier gemacht. Das will ich eigentlich auch. Und füge da jetzt ein Minus Minus hinzu. Das reicht mir aber nicht. Ich will ja irgendwie die User angezeigt kriegen. Und das macht man mit zweiten Select oder wer kann noch SQL? Eine Vereinigungsmenge. Das heißt, ich wähle eine Menge aus der Tabelle Produkte und kombiniere die mit einer Menge aus einer anderen Tabelle, zum Beispiel Users. Füge hier das immer in URL encoded hinzu. Ne? Also Leerzeichen ist immer %20. Genau, das mache ich jetzt einfach. Union Select. Jetzt mache ich, keine Ahnung, Email, ID, Password. Ne? Also das, was irgendwie in dieser Tabelle drin steht. Komma, weiß ich nicht, Name. Genau. %20 von 20 Users. Ja, und das reicht mir eigentlich schon. 20 dann minus minus. Gucken, was passiert. Bam, SQL, Light Error. Und er sagt mir sofort, okay, es gibt kein Column Name. Okay, mach die wieder raus. Sehr praktisch. Ah, nochmal ein Fehler. Und jetzt ein anderer Fehler. Select to the left and right of union unit have the same number of result columns. Das ist wichtig bei einer Union-Abfrage, ne, dass die Anzahl der Spalten identisch ist von der linken Tabelle und von der rechten Tabelle. Wir sagen jetzt nicht, wie viele Spalten das hat. Ich kann jetzt einfach ausprobieren. Ne? Ich kann einfach mit null auffüllen. Null gucken. Nee, immer noch nicht. Mal. Immer noch nicht. Na, muss ich auch. Sowas kann super ein automatisiertes Tool. Ne? Füllt das einfach mit Nulls auf. Hallo, Björn. Warte mal eine Sekunde. Ist irgendwas falsch. Das geht auf Null. Moment, du bist noch nicht gemutet. Was sagst du? Der Robin war kurz am Telefon und war nicht gemutet. Ach so. Okay.
Genau. Ich weiß nur nicht, ob der mit Mal beginnen darf. Deswegen, Ah ja, okay. Darf nicht mit Mal beginnen. Man muss mit dem validen Werk beginnen. Okay, auch interessant. So, scheinbar hat es jetzt geklappt. Nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spalten. Ne? Scheinbar wird die, liefert die Produkttabelle 9 Werte zurück und 9 Spalten zurück. Und die User-Tabelle auch. Jetzt kann ich hier nicht so richtig viel auslesen, deswegen versuche ich dir mal im Browser darzustellen. Das ist ein Browser mit Original Session. Ja. Das sind jetzt die Produkte. Eigentlich das hier will ich ja gar nicht, sondern ich will. Ah ja, guck mal. Die User haben. Hier sind die User. Dort 1, 2 sowieso. Wie hat man das sortiert? E-Mail, ID, Passwort. Also E-Mail, das ist die ID und das ist das Passwort. Und das Passwort ist nicht im Klartext, sondern als Hash. Das heißt, wir können eigentlich. Weiß jemand, was das für ein Hash ist? Nee, nicht vom Angucken. Das sieht nach MD5 aus. Ja, das sieht man ein bisschen, weil das also es steht zwischen 0 und 9 und A bis 11 und ist relativ kurz. Ne? Das sieht wie MD5 aus. MD5, mal Google fragen. Oder einfach nur diesen String Google reingeben, dann müsste das auch schon klappen. Dann einfach so einen Dienst hier nutzen, ne? So ein Rainbow Table. Admin 123 ist das Passwort. Das heißt, den jetzt zu nehmen, zack, und angenommen, wir haben die SQL-Injection gefixt, nützt den das jetzt nicht mehr, also im Login gefixt, nützt den das jetzt nichts mehr. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja. Wurde jetzt der Hash berechnet oder ist das einfach nur so eine Datenbank gewesen, wo dann die Value irgendwo gespeichert war? Nee, der Hash wurde nicht berechnet. Ich gehe nochmal kurz in den Code zurück. War einfach nur eine Datenbank, wo man schon so einen Hash. Genau. Ich meine, das, was du in Google besucht hast. Ja. Achso, was ich in Google besucht habe. Genau. Das ist einfach eine Datenbank. Also musst du dir vorstellen, die haben von Zeichen 1 bis Zeichen 20 oder so, haben die alles vorberechnet für MD5, für SHA-1, für SHA-256, für SHA-512. Für alles Mögliche. Das heißt, man kann eigentlich, wenn man einfach so ein Hash googelt, schon, falls das Passwort nicht wirklich so sicher ist, findet man eigentlich immer ein Video dazu. Also, so verstehe ich das jetzt. Okay. Danke. Warum sollte man Hashes deswegen nicht so. Anders. Hashes sollte man deswegen nicht als Hash speichern, sondern. Salt, genau. Weißt du, also, ja, klar, natürlich. Genau. Und das machen so Frameworks wie VCrypt, S-Crypt, Argon 2. Die machen das in Iterationen, ne? Packen mal wieder einen Salt dazu und machen das iterativ dann 1024 Mal oder so, sodass da halt immer noch ein Hash in der Form meinetwegen rauskommt oder dann als SHA 2054. Mhm. Aber dann muss es halt 1024 Mal machen und dann eben mit dem Salt, sodass diese Rainbow-Tipps nicht möglich sind. Okay, das war SQL Injection. Genau, wir hatten eben Beef gesehen. Ich hatte Beef geschlossen. Darf ich kurz was sagen? Für die das interessiert, wie das genau funktioniert, ihr könnt mal in Google suchen nach Rainbow Table. Da werdet ihr auch ganz viele Tutorials finden, die sowas dann erklären. Ja, genau. Im Prinzip sind es GPU-Cluster, die nichts anderes machen als Hashes berechnen auf allen Kombinationen, die es gibt. Ja. Okay. Das ist klar, danke. Ich habe mich nur bedankt. Hast du mir bedankt? Okay. Okay. Okay, ich wollte euch noch, weil eben Beef kam, ne?
Ich muss hier einmal den Leaf-Server. Ach, hier. Genau. Leaf-Cam, hier ist er offen. Bevor ich das zeige, zeige ich was anderes, weil den brauchen wir gleich. XSS, also das war eben SQL Injection also auf Datenbankebene. Jetzt machen wir das Ganze auf Frontend-Ebene im Browser als JavaScript. XSS ist auch eben ein Begriff, oder? Cross-Site Scripting. Ja. Hat jede Applikation. Ihr könnt die selber suchen. Immer sehr dankbar, weil man kann hier. Moment, ich muss hier einmal hier das Skript einmal runterscrollen. Genau. Man kann das sehr gut einfach ausprobieren mit einem Alert-Window, wenn ein Alert-Window angezeigt wird. Das ist immer das, was man so als Finding-Manager von den Pentest-Leuten kriegt. Dann heißt das, okay, ja, was wird auf der Seite ausgeführt vom Angreifer. Das, was ihr immer ausprobieren könnt, was auch manchmal sogar noch funktioniert, ist Suche, ne? Sagt Apple oder Orange. So. Search Result Orange. Das heißt, das, was ich hier oben eingegeben habe, wird auf der Seite wieder ausgespielt. Hier, wenn ich mir das angucke. Zack, ne? Search Value Orange. Und wenn ich da jetzt irgendwie hier Sonderzeichen eingebe, bam, dann tauchen die hier auf, ne? Unencodiert. Das nutzen wir jetzt aus, indem wir hier XSS unterbringen, diesmal als iframe. JavaScript.alert. So. Dann kommt ein Alert-Fenster als iframe. Relativ einfach. Ich zeige es euch mal hier im Web-Inspect. Da ist mein iframe. Und das wird jetzt JavaScript aus. Unter meiner Kontrolle, unter der Kontrolle des Angreifers. So ein Alert-Fenster ist ja nicht unbedingt spannend. Ne? Da poppt irgendwas auf, der User sieht das. Aber so im Native-Browser-Design. Spannender wäre jetzt irgendwie, wenn ich da was machen könnte als Angreifer. Und da muss ich einmal in mein Skript hier gucken. Und das Ding kopiere ich mir jetzt hier rein. Ich hoffe, dass das geht. Warte mal, ich starte das hier nochmal neu. Okay. Also wieder iframe. Irgendwie die Suche ist scheinbar kaputt. No results found. Aber wenn ich mir jetzt mal angucke, was der hier im Hintergrund mit dem Network macht. Man sieht hier, da ruft irgendwas auf. Und wenn ich darüber hoffe, dann seht ihr auch, was der aufruft. Der ruft irgendeine IP-Adresse auf, 134/hook.js, beefhook, und zwar einmal pro Sekunde. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe diesen Browser an meinen Command- und Control-Server geschickt. Der taucht nämlich jetzt hier auf. Also beef, da steht für Browser Exploitation irgendwas Framework. Ah, hier steht sie. The Browser Exploitation Framework Project. Browser Exploitation. Wo kommt denn das zweite E her? Egal. Browser Exploitation Framework ist ein Command- und Control-Server. Das heißt, ich kann mir mit diesem beefhook, hook.js, muss ich mal hier aufrufen, hook.js, da ist irgendwie JavaScript hinter, signifiziert, relativ groß. Wenn ich es schaffe, dass mein Opfer quasi dieses Hook.js ausführt, zum Beispiel hier über so ein XSS eingebaut, dann wird das Opfer sich gegen diesen Command and Control Server, also meinen Server, hier connecten mit so einem Pool. Ne, habe ich was Neues? Hast du was Neues für mich? Hast du was Neues für mich? Und was Beef ist, macht es einmal eine passive Analyse von diesem Opfer. Also was ist das für ein Browser? Was hat er für Plugins installiert? PPF über teilweise auch in welchen Version ist das, welches Betriebssystem ist dahinter, welche IP-Adresse und so weiter und so fort. Also was alles auch so per JavaScript passiv rauskriegen kann. Oder kommen hier Kommentare. Moment.
Genau, ich schicke dem Opfer den vorbereiteten Link als URL. Das heißt, hier oben seht ihr das, ne, inkodiert. Ich das hier mal. Das ist mal Copy-Key zum Glück. Aufrufe, ne, dann sieht das irgendwie so aus. Oder Alternative wäre, wenn das schon irgendwie komisch aussieht und das Opfer guckt dann da drauf, ein Frame JavaScript ist doof, klicke ich nicht drauf, dann kann man das natürlich noch encodieren. Ne? Kann ich dann sowas so machen. URL-Encoding und dem Opfer dann irgendwie nur so einen komischen Link schicken. Ja, da. Bam, und dann sieht das so aus. Und dann sieht das aus wie jeder andere von Microsoft Office generierte Link. Genau, oder URL-Shorten, ja, noch besser. Und selbst wenn er dann versucht, diesen aufzulösen, ne, irgendwie drauf zeigt, dann sieht er nur irgendeinen komischen URL-Mischmasch. Aber die CTF-Plattform Ion Tools, also oder bootshop.de, also von einem Ziel, was ihr irgendwie kennt. Ja? Wenn du mal auf so ein Netzwerk Request draufklickst, wäre das mal möglich, bitte? Ja. Und dann irgendwie die Headers oder so anzeigst, genau. Bin nur mal so neugierig, vielleicht auch mal runterscrollen, da bei den Response-Headers. Ja. Also das ist der Server, wo das läuft, das ist jetzt ein Docker-Container, ne? Er erlaubt einfach alles. Und als Request-Header hat er halt, okay, den Referrer müsste er noch mit reingeschickt haben, hat er jetzt nicht. Das ist mein User-Agent, ganz normal. Ja, wie ist das denn mit Cross-Origin und so? Darf der überhaupt mit anderen Servern kommunizieren? Wird das nicht von der Applikation normalerweise verhindert? Nee, er darf damit kommunizieren, weil der macht ja einfach nur ein Get. Also Get darfst du ja machen, wie du möchtest. Das wird ja auch über die Cross-Origin-Policy nicht irgendwie eingeschränkt oder restriktiert, eingeschränkt. Der macht einfach nur ein Get. Okay. Und als Get kriegt er und als Response kriegt er halt irgendwie dann ein Command und diesen Command interpretiert er dann. Ne? Also als Response kommt dann irgendwie kommt ein JSON zurück oder denkt ihr was aus. Und das interpretiert das JavaScript. Ja, also Coarse hat damit nichts zu tun. Okay. Kannst du auch noch mal bitte auf das Preview drücken? Auf das Preview, ja. Das ist, da ist nichts drin. Ah, okay. Das ist einfach nur 200. Weil, okay. Gut, danke. Ich glaube, es ging ihm um den Response, oder? Ja, oder die Response würde ich auch gerne. Da ist auch nichts drin. Also der hat noch nichts gekriegt. Das ist eigentlich nur ein Pull, ich bin noch da, hast du was für mich? Und jetzt zeige ich mal, was ich für mich habe. Oder wie kann man sich das vorstellen? Nochmal? Wie ein Heartbeat. Bei Websocket-Verbindung, genau. Ja, das gleiche. Okay. Das sorgt dafür, dass er hier als Online-Browser auftaucht. Ne? Wenn er jetzt das jetzt nicht mehr machen würde, dann wird er jetzt als Offline-Browser gelistet und ich könnte ihn entsprechend nicht mehr kontrollen. Aber jetzt will ich mal zeigen, was man machen kann mit dem. Unter Commands. Ne? Also ich habe ihn jetzt ausgewählt für meinen Chrome, macOS. Und der bringt eine ganze Menge an Commands mit. Ich klappe mal hier was aus. Die funktionieren, die sind teilweise browserspezifisch. Genau, man kann, wie es meinte, man kann halt unterbinden von externen Domains was einzubinden. Aber in aktuellen Applikationen ist das halt schwierig. Also die sind teilweise browserspezifisch, deswegen funktioniert nicht alles. Was ich mal machen kann ist, genau, das ist vielleicht ganz witzig, Webcam. Bei Webcam wird so ein Fenster geöffnet, irgendwie wollen sie, dann wird so ein Plugin genutzt, wollen sie irgendwie Webcam freigeben, das ist vielleicht unspannend. Die Webcam ist sowieso, also das wird als Angreifer mit einer Webcam, das ist ein Bild von jemandem, der da puppelt. Interessanter ist da. Das war denn Patrick Ho. Es sei denn, du bist Patrick. Ja. Gute Grüße. Interessant ist Portscanner zum Beispiel.
Das heißt, ich kann jetzt den Browser hier nutzen, ne? Also diesen Browser, der ist ja auch in irgendeinem internen Netzwerk drin. Ich kann jetzt hier eine IP oder ein Netz angeben, ne? Irgendwie 127.168.1.10/24 meinetwegen. Specific Ports to Scan, top, oder ich kann jetzt eine Liste 80, 3, 22, was auch immer. Und dann Timeouts bestimmen und dann sagen, Feuer frei. Jetzt schickt er den Command an den Zombie. Und dann sollten wir, genau, seht ihr schon, jetzt gehen hier Requests ab an die 128.1.10, ne, Port gar nichts, das ist einfach HTTP, Port 80, oder FTP versucht er hier, E42, okay, ich habe es hier verschrieben, HTTP und FTP, und versucht tatsächlich diesen Client zu scannen, ob dort irgendwas antwortet. Und wenn was antworten würde, dann würde ich das hier in diesem Scan-Report sehen, dass er irgendwas offen gefunden hat. In dem Fall, hier gibt es kein 192.168.1.10 in meinem Netzwerk. Entsprechend horcht auch nichts auf 442. Also man kann halt über JavaScript einen Zombie-Rechner, so heißen die im Beef-Sprech, nutzen, um das Netzwerk zu scannen, das interne Netzwerk, und dann als Proxy zu benutzen auch. Ne? Ich kann hier Rechtsklick machen und sagen, use as Proxy. Da gibt es bestimmt auch einen Command hier irgendwo. Und dann eben die Quest, sich submitten möchte über diesen Server hier, über diesen Client hier in das Netzwerk, in das interne Netzwerk reinzupushen. Also, du könntest jetzt quasi, wenn der Nutzer irgendwo eingeloggt wäre, könntest du jetzt auch ihn für dich was kaufen lassen? Dafür bräuchte ich immer noch sein Cookie, ne, oder sein Token, sein Viewer-Token. Aber dadurch, dass das Token natürlich auch irgendwie Local Storage liegt, kann ich das auch per JavaScript einfach mir holen. Genau. Was noch ganz witzig ist, sind diese XSS-Rays. Das müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen wie hier, ne? Launch XSS-Rays. Das müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen wie so ein interner Schwachstellen-Scanner. Das heißt, das ist auch wieder ein eigenes Framework. Und der wird jetzt hier loslaufen, würde das Netzwerk scannen erstmal, was gibt es denn an, ne, diese IP-Range auf dem Standardport 80443, würde dann selbstständig versuchen, solche XSS-Lücken zu finden, also Eingabefelder aus dem HTML-Quelltext holen, XSS dagegen schießen, gucken, ob was zurückkommt, dann dort platzieren und wie so ein Wurm, müsst ihr euch wie so ein XSS-Wurm vorstellen, ne? Der sucht im internen Netzwerk nach XSS-Schwachstellen, haut dann da dieses Beef-Hook rein, dieses Hook.js, dass es automatisch ausgeführt wird, sodass meine Armee quasi immer größer und größer und größer wird. Achso, das können wir eigentlich auch mal machen. Ich habe hier noch einen String vorbereitet, weil das ist nur eine XSS, das ist nur eine XSS-Lücke von vielen in diesem Browser. Ups, das Ding hier. Also wenn jemand Lust hat mitzumachen, ne, seid eingeladen. Also die URL ist ctf-plattform.eon.tools. Könnt ihr gerne aufrufen. Was fehlt da? Ah, okay. Moment. Kommentar, was mache ich weg? 9 mal 8 plus 3. 75. So, jetzt habe ich ein Customer-Feedback dahin geschickt und jetzt versuche ich das da mal XSS mit reinzubringen. Und zwar hier. Okay.
versuchen, ob ich das wird. So. Zaubern, hoffen, dass es funktioniert. Ja, er hat was reingemacht. Und jetzt könnt ihr mal versuchen, dass mal einer auf die CDF-Plattform von Eon.tools geht und einfach mal auf About Us klickt. Und dann gucke ich mal, ob ihr hier auftaucht. Weil theoretisch habe ich jetzt, was du vorhin gesagt hattest, ne? Der Angreifer muss den Link schicken. Theoretisch habe ich jetzt ein Stored XSS hier untergebracht, wenn das geklappt hat. In der Konsole hast du auf jeden Fall Ausgaben. Ah ja, guck mal, da habe ich schon einen. Sehr schön. Kann ja mal, das war ich zumindest eben nicht, kann mal jemand in seinen Log gucken, ob der jetzt Requests macht? Oder? Ja, meiner macht fleißig Requests. Okay, ja. Kann man was anderes ausprobieren? Warte mal. Also es passiert jetzt nichts, ne? Also sobald ihr den Browser schließt, ist alles wieder weg. Das Tab oder den Browser? Tab, müsste ich sagen. Also ich mache es nicht. So, ich spiele einfach mal einen Sound ab, weil irgendjemand müsste jetzt ein Sound abgespielt werden. Hat es jemand gekriegt? Hat es geklappt? Ja, hat geklappt. Perfekt. Jetzt war jemand Zweites. Okay, ihr seid jetzt meine Zombies. Ihr seid jetzt quasi gehackt. Yeah! Geil. Genau, sowas versucht dieser XSS-Race, ne? Also irgendwie Lücken zu finden, die persistent sind und dann diesen beef.js da unterzubringen, damit noch mehr Zombies hier auftauchen. Ich habe ja gesagt, wenn der Tab zu ist, dann ist alles weg. Ist tatsächlich so. Es gibt allerdings hier auch Metasploit-Tab, das nennt sich Browser Autopone. Dahinter steckt ein JavaScript, was versucht, verschiedene Plugins, Browserversionen auszunutzen, die Schwachstellen haben. Also das ist tatsächlich ein Prozess zum Laufen zu kriegen. Und dann eine Metacritic-Session. Metasploit, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist ein eigenes Framework, ein Angriffsframework, das ist in Python, glaube ich, geschrieben, zumindest die Skripte dafür. Und der versucht dann tatsächlich einen Prozess zu etablieren über so ein Autopone-Skript. Dann hat man eine Remote-Session zu dem, nicht dem Browser, sondern dem System. Und da kann man alles in dem System machen, was man als der angemeldete User halt machen kann, was du möchtest. Und das ist dann persistent. Der macht noch so ein bisschen, also der macht dann auch so ein bisschen Magic, dieser Beef. Der kann auch tatsächlich sich persistent in so einem Tab einlisten, auch wenn der Tab geschlossen wird. Das macht er über so Favoriten-Magic. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber das läuft unter diesem Tab-Persistenz. Genau, das mache ich jetzt nicht. Alles cool. Genau, so viel zum Thema Beef. Achso, wie kann man das verhindern? Genau, keine externen Ressourcen einbinden, aber am einfachsten XSS verhindern. Und das kann man machen, indem man die Content Security Policy setzt. Oder so. Ich muss schon was ausspucken. Content Security Policy ist ein Begriff, oder? Ist ein Header, den man als Server setzt. Also in dem Fall jetzt der Bootstrap würde den setzen. Und da würde zum Beispiel drinstehen, hier ich generiere mal ein. Würde jetzt so aussehen, ne? Content Security Policy Doppelpunkt Default Source Self. So, das heißt, CSP behindert erstmal Inline JavaScript. Das heißt, wenn man das setzt, darf man kein Inline JavaScript mehr haben. Alles muss per Script Source nachgeladen sein. Also Inline JavaScript im Sinne von was hier. Das wäre Inline JavaScript. Jetzt kann ich hier mal einen Button machen. Das geht mit der CSP nicht mehr, wenn man diesen Header setzt. Und jetzt kann man die einschränken und sagen, okay, Skripte darf ich nur von mir selber nachladen. Oder cloud.google.com oder so. Kann hier also Ausnahmen definieren.
Und das für alle Ressourcen machen. Ich kann Default Sources erstmal Default. Ansonsten kann ich das hier stärker einschränken. Script, Styles, Images, Fonts und so weiter. Das Schöne ist an CSP, probiert das mal aus. Also wenn ihr das noch nicht gesetzt habt oder noch nicht rumgespielt habt, spielt damit mal rum. Weil der verhindert tatsächlich XSS. Wenn man den setzt, habt ihr kein XSS mehr auf der Seite. Also richtig setzt. Das Schöne daran ist, man kann eben so einen Report-Only-Modus laufen lassen. Das heißt, erstmal so seine Einstellung machen. Und dann, habe ich den jetzt eigentlich angeklickt? Laufen lassen. Und dann reportet er einfach nur. Das heißt, per Default auf der Konsole oder ihr gebt dem eine Report-URI mit. /report. Zum Beispiel sowas. Dann sieht das Ganze so aus. Ihr setzt eure Einstellung hier. Und für den Fall, dass irgendwas nicht funktioniert, weil ihr doch in einem JavaScript habt oder irgendwas blockiert wird, nicht funktionieren sollte, läuft dann diese Report-Only-Konfiguration, schickt er halt ein JSON mit Site, Error-Message, also wo es aufgetreten ist, und noch so ein paar andere Informationen an diese URL und die könnt ihr dann ja dort entgegennehmen und dann in euer Elk-Stack einpacken oder sowas und dann auswerten. Damit kann man ganz gut rumspielen mit dieser Option. Das ist so die Verteidigung gegen XSS. Also das erste, was kurze Zwischenfrage. Komplett XSS kann ich damit ja nicht verbinden, wenn ich jetzt theoretisch das ganze Hook-Skript in User-Generated Content packen würde, oder? Weil dann wäre ja die Content-Source auch der Server. Wenn ich das, wenn ich jetzt keine Remote-Ressource einbinde, sondern irgendwie meinen ganzen Angriffscode in den Content packe, dann kann das ja nicht verhindern, oder? Wäre es doch inline, oder? Nochmal? Dann, in dem Fall wäre es doch dann inline, oder? Dann wäre es inline, genau. Das wollte ich gerade sagen, das wäre nämlich inline wieder. Okay. Und du müsstest es halt hinkriegen, dass dort sowas hier entsteht, ne? So ist gleich irgendwas. Und dann, das auch noch geladen wird irgendwie. Also unload, keine Ahnung. Also sowas müsstest du hinkriegen. Also CSP ist nicht perfekt. Was noch geht, ist so DOM-based teilweise. Weil der, also JavaScript, was die Applikation niemals verlässt, ne, es geht niemals an den Server. Damit hat es noch, oder damit gibt es noch Probleme. Ansonsten, genau, alles, was inline ist, wird per Default geblockt. Außer man aktiviert das hier. Inline, also, ne, also das ist quasi so ein Anti-Pattern. Wenn man das aktiviert hat, dann ist es wieder nutzlos. Wenn man doch inline JavaScript hat, dann gibt es so eine Art, auch dafür gibt es einen Mechanismus, dann kann man so eine Art ja, Hash berechnen. Ne? Frag mich jetzt nicht nach der Syntax, irgendwie gibt es einen Hash. Und diesen Hash gibst du dann der Content Security Policy mit. Du sagst, alles, was macht, also ne, dieses Stück Code, was diesen Hash hat, das darf ausgeführt werden. Quasi eine Ausnahme kannst du damit nehmen. Man hat den Nachteil, dass diese CSP immer länger und länger und länger und länger wird und irgendwann stößt dann deine natürliche Header-Grenze. Also ist halt nur für wenige Stellen im Code. Okay, das war's. Ich konnte euch noch ganz viele andere... Achso, vielleicht eins noch. Genau, DoShop ist ein OWASP-Projekt, Open Web Application Security Project. Ich bin im Chrome, ne? Einfach unter GitHub... DoShop. Das Ganze könnt ihr selber hosten. Wie kenne ich nicht DoShop OWASP? Ist ein, eines der Top-Projekte der OWASP. Wenn ihr schon mal OWASP Top 10 oder so gehört habt, das ist halt die Top-Liste der Schwachstellen. Genau, auf Heroku könnt ihr das einfach hosten, wenn ihr diesen Button hier klickt und dann habt ihr Heroku-Account habt. Ihr könnt das ich kann einfach bauen, ne, mit npm install und start. Es gibt einen Docker-Container dafür, es gibt EC2 und Google Cloud Konfigurationsdateien dafür. Man kann es relativ schnell selber hosten, auf Localhost dann auch. Es gibt eine Komplettlösung, also es gibt eigentlich zwei Komplettlösungen. Dieses Polling, das ist so eine Art Hint-Lösung, also man wird hingeleitet auf die Lösung. Und da ist nochmal eine Komplettlösung verlinkt mit Screenshots und allem Möglichen.
Das Ganze, ich habe gesehen, hat mehr Lücken, als ich zeige. Es gibt ein Scoreboard, auch das ist eine Challenge, das Scoreboard zu finden. Wird insgesamt 10, 20, 40, 60, 80, 90 verschiedenen Lücken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ne? Was ich auch eben gezeigt habe, das erste XSS war Schwierigkeitsgrad 1, das erste Injection war Schwierigkeitsgrad 2. Ja, hier. Mit allen Lücken, die man sich vorstellen kann. Kryptografische Dateien sind irgendwo ersichtlich. XSS natürlich, Injection-Geschichten, XXE, das sind XML-Geschichten, Authentifizierungsfehler und so weiter und so weiter. Die sind dann immer so die sind dann links hinterlegt. Wie gesagt, auf diese Lösung. Guckt euch das mal an. Gerne. Richtig, richtig cool. Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich stopp mal jetzt schnell. Oder hat jemand Fragen noch? Okay. Wie? Ich glaube, wir sind alle geflasht hier gerade. Ich auch, wir waren geflasht. Ich fand es sehr gut, ja. Ich hab aber eine Frage für den normalen Web-Dev-DAO. Wie mich, was würdest du empfehlen, dass man sich gegen die Grundlagen absichern kann? Oder also kann ich ohne einen Experten, der meinen Code reviewt, schon die 90% Fehler vermeiden? Und wenn ja, nach welchen Daumenregeln? Also zum Beispiel, indem man sich sowas anguckt wie von dir? Also ist da vielleicht irgendein Tipp? Ja. Dann müsstest du bei unserem nächsten Office Friday dabei sein, wo nämlich genau die Top 10 der Do's und Don'ts angesprochen wird. Ja. Oder du machst das jetzt als Zusammenfassung, Benjamin. Ja, grundsätzlich haben die Frameworks schon ganz gute Hilfen. Also dieser Do-Shop ist schon kaputt gebaut, da muss man sich aber auch Mühe für geben. Ne? Also um XSS irgendwie einzubauen, musst du irgendwie unsafe, inline HTML-Code in dein Template irgendwie angeben. Also die Frameworks helfen einem dabei. Ansonsten, was ich eben erzählt habe, ne? CSP aktivieren, bei Injection-Geschichten Prepared Statements oder nutze ein Framework dafür. Ein Thema ist dann noch Updates, also die Libraries, die du einbindest. NPM kann das ganz gut, ne? Die können hier so ein NPM-Audit, das kennt ihr bestimmt, starten und der sagt einem dann, wenn das denn funktioniert. Welche Libraries outdated sind und Lücken haben, die zieht man ja einfach nach, sich in seine CI-Pipeline einbauen. Das sind so die Top-Dinger. Ansonsten, ja, guckt euch die OWASP an, ne? Also es sind immer die Top 10 eigentlich, die immer wieder auftauchen, oder die Top 5 sogar, ne? Da sind auch Code-Beispiele. Ja, sehr cool. War auf jeden Fall sehr erleuchtend, vielen Dank. Darf ich auch nochmal kurz? Klar, fühl dich frei. Ich finde immer, so eine Daumenregel ist immer, versuch so viel zuzumachen, wie halt irgendwie geht. Irgendwie von Code ausführen und so. Das ist manchmal schwer, wenn man irgendwie so eine Webseite hat, die irgendwie Werbung einbinden soll und so. Da wird es gleich ganz schnell ganz haarig und ganz schwierig. Eigentlich alles, was man irgendwie an User-Content hat, ne? Immer sanitizen. Ne? Ganz wichtig, ja. Da muss auch das Backend dann mitspielen. Und am besten immer Whitelisten statt Blacklisten und sonst was. Das sind solche Daumenregeln, die man unbedingt befolgen sollte. Weil selbst wenn du so Content Security Policy anmachst und so, es gibt manchmal noch so ganz fiese Techniken wie HTTP Response Splitting und sonst was, was dann einfach mal per Angreifer DNS einfach die IP umdreht auf deinen Webserver. Und wenn der dann darauf antwortet, kann ich auf einmal beliebige Requests von meiner Seite auf deinen Server machen und so. Das heißt, es gibt eigentlich immer einen Weg drumherum. Deshalb echt, was Benjamin ja schon gesagt hat, ne? Die OWASP-Dinger, die angucken und immer paranoid bleiben. Ja, genau. Nee, genau, das hast du absolut recht. Also wenn ihr Input-Validation und Encoding im Griff habt, dann habt ihr gefühlt 80% der Schwachstellen drin. Okay. Das ist halt das, was immer wieder kommt. Ciao, Uwe. Okay, wunderbar.
Wenn dann nicht noch weitere Fragen sind, wäre es das tatsächlich für heute. Und Robin, du könntest theoretisch dann die Aufnahme stoppen und wer dann noch möchte, kann noch einfach in den Gruppen hier noch weiter quatschen. Ich hätte gerne von euch so eine Kurzrückmeldung, wann ihr gerne den nächsten Termin haben wollt und